Ja, huhu, hier wieder beim Qualion zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und heute mit dabei, und ich muss runterscrollen, der Rerion als Ronin, unser Tremere, der Tremere-Dinge nicht wirklich gut kann. Das ist so nicht ganz korrekt, aber hallo. Ich muss das nur ein bisschen für die Leute, die Ronin gar nicht kennen, so in der 42. Folge einschalten und dann. Ich hatte das letzte bei Phileas dann, ja, wo irgendwelche Leute reinkamen und dann nicht genau wussten, wer was spielt. Ich meine, hier hat man zumindest die Clan-Symbole dabei. Aber ja. Also Ronin kann ein bisschen Tremerig sein. Aber ist jetzt nicht der typische Tremer. Da würde er mir, glaube ich, zustimmen. Ja, außerdem haben wir einen, ich weiß gar nicht, typischen Gangrel, ich glaube gar nicht, auch einen ziemlich untypischen Gangrel, nämlich Bruce, und der wird gespielt von Kakko. Hallo, also vom Verhalten her auf jeden Fall. Vom Verhalten typischer Gangrel? Nee, genau das Gegenteil davon. Untypischer Gangrel. Ja, aber es ist schon ein typischer Gangrel, ne? Okay, wir haben aber auch eine total typische La Sombra, nämlich Mondi, die spielt Scarlet. Hallöchen. Weiß nicht, ob das so eine typische La Sombra ist. Eigentlich untypisch. Viel zu menschlich für La Sombra. Viel, viel zu menschlich. Jetzt verrat doch nicht alles. Ja, und last but not least, Piramin spielt die Toreador Samantha. Toreador sind auch sehr, weiß ich nicht. Also ich glaube, vom Grundkonzept her war es schon relativ klischeeig Toreador, aber es ist inzwischen nicht mehr. Ja, sie haben ja auch das mit den Toreadoren da V5 eben auch von diesem künstlerischen bisschen weggeschoben, auch in Richtung Ärzte oder Politiker, die Menschen irgendwo inspirieren oder mit Menschen interagieren. Und darauf ist ja Sam so ein bisschen mit dem Hintergrund Rettungsassistentin so in die Richtung um. Was ich auch ganz gut finde, dass sie mal von dem, ach, ich bin der Künstler, ich bin der Musiker und alle liegen mir zu Füßen und bewundern mich auch einfach auf diese sozial-gesellschaftliche Komponente, dass sie dadurch im Mittelpunkt stehen, das gedreht haben. Aber sonst bewundern doch alle Sam, ist doch gut. Tja. Also Sam ist vor allen Dingen dahingehend, denn untypischer Toreador, als dass die meisten Toreador nicht ein Faible davor haben, irgendwelche Dinge in Brand zu setzen und eher bereit zu fahren. Zu wollen. Ja, außerdem gut, dass der Dollar Power das gerade nochmal in den Chat schreibt, sonst hätte ich es jetzt erwähnt. Alles Gute zum Geburtstag, Feramy. Schön, dass du deinen Geburtstagsabend mit uns verbringen möchtest. Happy Birthday! Ja. Wupp, wupp. Lockdown Geburtstag 2020, ich war dabei. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja heute noch ein In-Time-Geburtstagsgeschenk oder so. Oder vielleicht macht der Chat dir ein Geburtstagsgeschenk, indem er jetzt ganz viele Kuchen-Emojis oder sowas macht. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auf Twitch Kuchen-Emojis? Sucht mal irgendwas. Wenn ihr was habt, macht mal ein paar Geburtstags-Emojis. Mein Mondschaffen hat schon was. Ja. Okay, aber wir spielen ja Vampire the Masquerade, deswegen kurz vorneweg der Disclaimer, den ich immer mache, das spielt in der World of Darkness, die heißt nicht umsonst so. Das Setting ist finster und böse und voll mit unheimlichen bösen Kreaturen, inklusive der Spielerinnen, also nicht der Spielerinnen und Spieler, aber der Spielercharaktere und Spielerinnencharaktere. Deswegen kann es zu Thematiken kommen, die einige Leute triggern könnten oder verstören könnten. Falls euch da irgendwas auffällt, was euch triggert oder verstört, bitte schaltet aus oder spult vor oder zurück oder guckt euch was anderes an. Niemand zwingt euch, das hier anzuschauen, und wenn ihr euch damit selber schadet, dann wollen wir das nicht, denn wir wollen eigentlich happy Zuschauer und Zuschauerinnen haben. Deswegen fasst auf euch selber auf und handelt entsprechend. Und außerdem spielen wir hier ein Rollenspiel, denn Vampire the Masquerade ist ein Rollenspiel, und deswegen können auch die Charaktere in diesem Spiel, in dieser Erzählung, Dinge tun, die die Spielerinnen und Spieler niemals tun würden und auch Meinungen vertreten, die diese niemals tun würden.
oder haben würden. Von daher, wenn ihr euch da irgendwas auffällt, haltet gerne alles Mögliche an Hass oder Unmut, was ihr habt, gegen die Charaktere vor, aber niemals gegen die Spielerinnen und Spieler, denn die spielen nur ihre Rolle in der Erzählung. Genau. So. Außerdem sind wir unterwegs in der Stadt ohne Namen, die immer noch nicht einen Namen bekommen hat. Und diese liegt irgendwo an der Grenze zu Mexiko in den Vereinigten Staaten. Und wir spielen im Jahr 2019. Im Januar sind wir, Ende Januar. Und ja, unsere Vampire hier, unsere vier, haben alle mehr oder weniger schon ein Standing in dieser kleinen Stadt ohne Namen. Und sind natürlich in die vampirische Politik komplett eingewoben, um jetzt nicht zu viel irgendwie, es sind immerhin 41 Folgen, die wir bis jetzt schon gehabt haben, plus etlicher Sonderplot-Sachen, die nebenbei noch gelaufen sind. Also wenn ihr da genau Bescheid wissen wollt, schaut euch die letzten Folgen an. Aber was ich euch jetzt schon als Zusammenfassung vom letzten Mal nochmal mit auf den Weg geben kann, ist, dass die Vampire herausgefunden haben, dass irgendetwas unter der Stadt, und zwar unter dem Krankenhaus der Stadt, irgendetwas lauert. Was genau das ist und was es ist und wie es ist, haben sie allerdings keine Ahnung. Sie haben allerdings einen Schlüssel dazu gefunden, eine Schlüsselbox, und haben die geöffnet und haben darin ein Messer entdeckt, ein Rasiermesser, ein kostbares, altes, handgefertigtes Rasiermesser mit den Buchstaben Betty eingraviert. Kaum noch zu lesen, aber immerhin. Und damit konntet ihr jetzt erstmal soweit nichts anfangen. Ich denke, die Spieler und Spielerinnen können damit mehr anfangen als die Charaktere. Und außerdem habt ihr diese Puzzlebox, also habt das Messer wieder da reingelegt, die Puzzlebox auch wieder derjenigen Person gegeben, die es bis jetzt auch verwahrt hatte, nämlich der ehemaligen Seneschall Veronica. Und die hat die bis jetzt ja auch verwahrt und wollte das ganze Ding auch irgendwie nicht so gerne euch jetzt komplett in die Hände geben. Und ihr wusstet davon, dass ein anderer Vampir der Stadt, nämlich der vampirische Gast in der Stadt, ein Tremer namens Pranava, Bruce hatte da so Ahnungen, dass der vielleicht auch hinter diesem Schlüssel her sein könnte, und deswegen habt ihr versucht, ihn irgendwie ein bisschen zur Rede zu stellen oder ihn zu konfrontieren mit auch anderen Dingen, mit denen ihr bis jetzt mit ihm Kontakt gehabt habt. Ronan hat irgendwie so das Gefühl, ja, nicht das Gefühl, aber in einer Begegnung mit ihm irgendwie vernommen, dass er mit irgendwas gesprochen hat, was er aber in dem Treffen dann verneinte. Und ihr habt in diesem Treffen herausgefunden, dass Pnava macht merkwürdige Andeutungen. Also er weiß wohl um die Sache, die unter der Stadt ist, und er weiß, warum es diese Barriere um die Stadt gibt, denn die Barriere existiert und die Vampire der Stadt können die Stadt nicht verlassen, und Pnava hat angedeutet, dass das einen Grund hat, nämlich um das, was da unter dem Krankenhaus liegt, einzuschließen und zu verhindern, dass es rauskommt, und dass sämtliche Vampire, die hier ständig versuchen, nach draußen zu gelangen, die Barriere schwächen, und er eigentlich nur dafür da ist, und das Ganze, er hat da gar nicht so genau erzählt, warum er da jetzt da ist, aber es klang so ein bisschen raus, als ob er das irgendwie kontrolliert oder so. Und außerdem habt ihr noch, seid ihr konfrontiert gewesen, dass zumindest Pnava und Veronica Lieferungen bekommen haben von einem merkwürdigen Getränk namens Bestial Brew, wobei das Bestial falsch geschrieben ist, nämlich Bistial Brew. Und ihr habt festgestellt, dass das Getränk, was da drin ist, versetzt ist mit vampirischem Blut und genau das gleiche Getränk ist, was
schon dazu geführt hat, dass es wahrscheinlich relativ viele Thinbloods in der Stadt gibt. Einige davon haben sich selber, weil sie nicht wussten, dass sie Vampire sind, dem Sonnenlicht ausgeliefert und sind gestorben. Andere sind durch die Barriere gefahren, sind gestorben. Manche sind durch die Barriere gefahren worden. Sind dann gestorben. ja, und genau. Was es jetzt mit diesem Getränk aber auch noch auf sich hat, das, dazu seid ihr gar nicht groß mehr gekommen. Ja. Frage mich, ob das Getränk auch da auftaucht, wo man es ganz und gar nicht gebrauchen kann. Ja, vielleicht auf deinem Schreibtisch. Oder hier. So. ja, mal sehen. Genau, und eine weitere, ein weiterer Handlungsstrang, den es, glaube ich, noch zu erwähnen gibt für diejenigen, die neu zuschalten oder um das nochmal in den, ins Gedächtnis zurückzurufen, ist, dass Ronan, der ist ja der ernannte Sheriff der Stadt, hat die Aufgabe bekommen, von einem der hohen Mitglieder, einem Primogen der Stadt, ihn vor Gericht zu bringen. Denn der hat sich selber gestellt und hat einen grausamen Mord gestanden, denn der hat sein eigenes Kind umgebracht. Und Ronan soll beim nächsten Elysium dafür sorgen, dass es eine offizielle Anklage und eine Vollstreckung des Urteils gibt. Was in der vampirischen Gesellschaft der Tod ist, der endgültige. Ja. Genau. Soweit, so gut. Ich denke, das ist als Zusammenfassung soweit ausreichend. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, schaut, wie die Eleanor die letzten 41 Folgen nach. Es war uns ein innerliches Kuchenessen, die Kommentare von dir zu lesen. Unter jedem zweiten oder dritten Video hat die Gute in den letzten paar Tagen kommentiert. Ja, ist das, glaube ich, ziemlich in anderthalb Wochen oder so, hast du das durchgesuchtet. Es ist ein super Lob für uns. Vielen, vielen Dank. Ja, und auch an die anderen, die immer so fleißig kommentieren. Dollard Power, das fällt mir da jetzt heute ein, der auch wieder einen super langen, schönen Kommentar geschrieben hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt, denn das macht richtig, richtig viel her und motiviert uns zum Weitermachen. Dankeschön. Ja. Genau. Okay, dann steigen wir heute ein. Nicht direkt da, wo wir aufgehört haben, denn an der Szene gibt es jetzt so sonderlich viel nicht mehr zu erzählen. Was allerdings noch erwähnenswert ist, dass Ronan, der hatte beim letzten Mal ja noch im Rausgehen durch so einen Seitenblick herausgefunden, beziehungsweise sich die Aura von Panava angeschaut und Panava, den er bis jetzt auch schon ein paar Mal mit der Aurensicht angesehen hatte, wirkte hier das erste Mal nicht vampirisch. Und diese Information hat natürlich Ronan an die anderen weitergegeben, besonders an Scarlett, die sich ja mit Panava für den nächsten Tag verabredet hatte. Und vielleicht steigen wir bei dieser Szene wieder ein. Wie bereitet sich Scarlett vor auf den Besuch von Panava in ihrer Bibliothek und ja, also ich was generell wolltest du mit ihm besprechen? Ja, es geht da um ein kleines Problemchen, was Scarlett jetzt seit 20 Jahren hat, nämlich, dass sie dank ihrer La Sombra-Kräfte durchaus in der Lage ist, Geister zu sehen, aber sie kann nicht mit ihnen sprechen. Und das ist so etwas, was sie gestört hat, gerade auch in Bezug mit Ronans Frau, wo sie ja durchaus helfen wollte, aus was für Gründen auch immer. Das ist ja noch nicht so ganz klar, was da der Hintergrund ist, aber dass das nicht funktioniert hat, hat sie schon gewurmt und sie erhofft sich jetzt vom guten Panava doch da vielleicht einen Rat, wie man das vielleicht bewerkstelligen könnte oder vielleicht sogar ein Ritual. Ich werde definitiv die neue Nachtschicht werde ich hinfort komplimentiert haben. Die ist jetzt schön ins Freie geschickt. Auch Henry würde ich mal weit weg von der Bibliothek gebracht haben, dass wir wirklich alleine dort sind. Und ich würde ihn dann halt in der Eingangshalle erwarten. So ein bisschen nervös auch auf- und abtappern. Immer mal wieder auf die Uhr gucken. Ja, und ihn so erwarten.
Ja, es dauert ein bisschen und dann sieht man durch die Glasfassade des Neubaus, also die Bibliothek besteht ja aus einem alten und einem Neubau. Der offizielle Eingang ist im Neubau natürlich. Durch die Glasfassade kann man draußen die Luxuskarosse Pallavas vorfahren sehen. Ein Chauffeur steigt aus, macht die Hintertür auf und hält, weil es gerade draußen regnet heute, einen Schirm auf und Benava steigt aus mit seinem Gehstock und seinem etwas altbacken wirkenden wie nennt man die? Gehrock, ne? Ja, setzt sich noch seinen Hut auf und geht dann schnellen Schrittes quer über den Fußgängerweg rüber zum Unterstand vor dem Haupteingang, wo der Chauffeur dann den Schirm ein bisschen ausschlägt und ihm noch die Tür aufhält und dann wechseln die zwei, drei Worte und Pranava geht von da an alleine in die Bibliothek. Ja, Scarlett würde ihm auch gleich entgegenkommen mit so einem leichten Lächeln. Nicht ganz so herzlich wie am Abend vorher, weil sie hat durchaus ein bisschen Bauchgrummeln, weil sie jetzt ja weiß, dass etwas definitiv nicht mit Prenava stimmt. Aber versucht halt höflich, freundlich zu sein. So. Schönen guten Abend, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich wünsche ebenfalls einen schönen guten Abend, Frau. Ich bin gar nicht genau, weiß ich, wo haben wir uns schon mit Nachnamen vorgestellt? Scarlett Wilson. Wilzahn. Genau. Dann schönen guten Abend, Frau Wilzahn. Schönen guten Abend. Ich möchte mich auch nochmal wegen gestern entschuldigen. Das ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das sollte eigentlich eine recht entspannte Unterhaltung werden. Aber nun, ja, wo Sie einmal da sind, nehmen Sie doch Platz. Und ich würde so zu einer kleinen Sitzgruppe deuten. Vielen, vielen Dank. Ich weiß auch nicht, was Ihre Freundinnen und Freunde so aggressiv aufgetreten sind beim letzten Mal. Habe ich Ihnen irgendetwas getan? Wissen Sie da mehr? Sagen wir mal so, es ist frustrierend, wenn man versucht, etwas herauszufinden und immer nur auf taube Ohren trifft. Und gerade von einer Persönlichkeit wie Ihnen erhofft man sich da etwas mehr Wissen und Zuspruch als von anderen Seiten. Nicht alles Wissen ist auch für jeden geeignet. Ich denke, gerade in der Vorhalle einer Bibliothek sollte man darüber Bescheid wissen, oder nicht? Schon, ja. Was mich auch zu einem Thema führt. Ich weiß nicht, ob Sie mir da helfen können, aber es gibt dort etwas, was mich schon seit 2 Jahrzehnten beschäftigt. Es hat mit meinem Blut zu tun. Ich Ich denke, in kann. unserer Gesellschaft hat alles mit Blut zu tun. Das ist wohl wahr, ja. Nur bei mir ist es der Punkt, ich bin in der Lage, Todesalben zu sehen. Wenn sie sich nicht verstecken, wenn sie nicht, also wenn sie versuchen, sich zu verbergen, können sie mir auch aus der Sicht entgleiten. Aber ich habe immer wieder versucht, mit ihnen zu sprechen, Kontakt aufzunehmen. Manchmal reagieren sie böse, verärgert, verschwinden dann einfach, aber ich kann nicht mit ihnen sprechen. Aber ich würde gerne mit ihnen reden. Etwas zu sehen und nicht damit interagieren zu können, ist wie vor einer verschlossenen Tür stehen. Und wenn das häufiger passiert, frustriert das sehr. Gerade wenn man nicht viele Personen hat, mit denen man sprechen kann, ist jede Form von Kontakt ja sehr wertvoll. Sie wollen Ihre jetzigen Freunde also gegen geisterhafte Freunde austauschen. Nein, 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 die jetzigen Freunde, die ich habe, habe ich erst seit kurzem. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Aber nichtsdestotrotz werden Sie das gerade als wissenschaftlicher Geist verstehen, dass man auch andere Türen öffnen möchte, wenn man schon die Möglichkeit hat. Ich gehöre nicht zum Clan, der mit den Geistern sich auskennt. Das ist mir bewusst, aber nun ja, Sie haben einen sehr guten Ruf in dieser Stadt.
Sie waren ist der das Lehrmeister. So? Ja, sie waren der Lehrmeister der jetzigen Seneschall. Sie sind ein erfahrener Mann. Also gehe ich davon aus, dass sie auch sehr viel rumgekommen sind und vielleicht das ein oder andere gehört haben. Hat sich das schon rumgesprochen, dass ich ihr Lehrmeister bin? Ja, faszinierend. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Na, es ist schon lange her. Aber gut. Die Wesen der Verstorbenen. Eine schwierige Angelegenheit und eine gefährliche. Gerade wenn man an das denkt, woraus ihre Clan ihre Kraft bezieht. Richtig, ja. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Wie gesagt, mein Zeier hat mir sehr, sehr viel hinterlassen, aber es sind unvollständige Aufzeichnungen, die er nebenbei einfach mal angefertigt hat. Keine Memoiren, kein kompaktes Werk. Es ist schwierig, daraus etwas zu ziehen. Ich versuche es. Ich habe es versucht, mehrfach. Natürlich nur zu dem Zweck, mit ihm zu kommunizieren. Ich habe kein Interesse daran, andere Dinge zu tun, von denen man hört, die möglich sind. Und was bringt Ihnen diese Kommunikation mit dem Nun ja, Toten? In dem aktuellen Fall wäre ich in der Lage, einem Freund zu helfen. Welchem Freund? Ich dachte, Sie haben keine Freunde. Durchaus. Nun ja, dadurch, dass Sie die Stadt hier eh demnächst verlassen, spielt es, glaube ich, keine Rolle, wem ich da helfen möchte. Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie, sagen wir mal, uns hier in dieser Stadt unter uns lassen, dass Sie nicht, also uns nicht helfen wollen. Dementsprechend spielt es auch keine Rolle, wenn ich einem Freund helfe, was seine Geisterprobleme angeht. Es liegt in der Natur dieser Stadt, dass der Durchgang zur Geisterwelt hier etwas schwächer ist. Gerade zu dieser Zeit. Ja. Ich habe es damals schon den... Ich weiß gar nicht, ob es ihre Sire war oder jemand anders. Es ist schon so lange her. Schon mal jemandem gesagt, dass die Forschung an der jenseitigen Welt zu gefährlich ist, um sie weiterzuführen. Es können sehr gefährliche Dinge daraus entstehen, ja. Stimme zu. Nun ja, allerdings, es gibt da draußen verschiedene unseres Blutes, die in der Lage sind, mit Geistern zu kommunizieren. Also gehe ich davon aus, dass es sich dabei nicht unbedingt um Hexenwerk handelt. Das ist richtig. Ich denke, es ist wie eine andere Sprache lernen. Man muss nur wissen, wie sie funktioniert. Und das würde ich gerne wissen. Andere bezahlen für dieses Wissen einen hohen Preis. Nun, ich weiß, dass Sie Geschäftsmann sind. Ich weiß aber nicht, was ich Ihnen anbieten kann. Also, wenn es etwas gibt, was Sie sich wünschen, kann ich versuchen, es in die Tat umzusetzen. Seit ich in dieser Stadt bin, ist mir etwas abhanden gekommen. Das wäre? Eine kleine Box. Eine kleine Box? Wie sieht sie aus? Nun, es ist eine hölzerne Kiste mit okkulten Symbolen drauf, was Ihnen nicht fremd sein sollte. Können Sie mir eine oder ich, Scarlett steht auf, geht so zu einem der Nachbartische, holt so ein bisschen Stift und Papier. Könnten Sie sie mir grob aufzeichnen mit den Runen, die sich darauf befinden? Selbstverständlich. Er malt dir ein Bild von der Box mit den Runen drauf. Kann ziemlich gut malen. Für mich, Oti, ist es die gleiche Box, die wir eine Nacht vorher in der Hand hatten? Tatsächlich habe ich diese Box in dieser Stadt schon einmal gesehen.
Ist das so? Dann können Sie sie ja mir beschaffen. Und dann bringe ich Ihnen im Gegenzug bei, wie Sie mit einem Geist reden. Oder zumindest für eine kurze Zeit. In Ordnung, aber wie lange haben wir dafür Zeit? Sie meinten ja, Sie wollten recht schnell die Stadt verlassen. Ich werde morgen abreisen. Sie haben also noch diesen Tag Zeit. Abgemacht. Gut. Wenn ich Sie habe, wie kann ich Sie kontaktieren? Sind Sie noch im Hotelzimmer anzutreffen oder? Ich bin dort immer. Ansonsten können Sie sie auch dort hinterlegen, wenn ich nicht anwesend sein sollte. Aber quid pro quo. Sie kriegen die Box und ich kriege das Wissen. Ja. Dann würde Scarlett ihm so die Hand entgegenstrecken. Ja, streckt auch dir die Hand mit den, hat etwas längere Fingernägel. Ja, und dann ein recht, ja, festen Händegriff. Also es ist ja quasi gerade ein Vertrag, der geschlossen wurde. Freut mich. Ein Geschäft ist ein Geschäft ist ein Geschäft. Richtig. Dann Dankeschön für Ihre Zeit. Ich werde mich dann gleich aufmachen, um nach Ihrer Box zu suchen. Mir sicher, Sie haben etwas Zeitdruck. Möchte Sie nicht aufhalten. Ja, also ich nicke nochmal, würde ihn aber gleich damit zur Tür hinaus begleiten, quasi, dass er wieder zu seinem Auto gehen kann und ich. Ja. Und dann? Fantastisch. Sehr gut. Dann würde ich mich mal aufmachen, dann Richtung Club. Ja. Scarlett steigt in ihren kleinen Wagen ein, dreht noch einmal die Musik laut auf und braust los. Ja, definitiv. Gerade bei so einem dramatischen Moment braucht man die richtige musikalische Untermalung. Ich denke, Ronan und Sam sind ja auf jeden Fall im Club. Gibt da so eine Band mit dem Song Highway to Hell? Schön, ACDC, klasse. Ist Bruce auch im Club oder wo schreibt sich Bruce rum an dem nächsten Tag? Da ja so ein bisschen bei ihm zu Hause die Stimmung noch etwas gekippt ist, wahrscheinlich schon. Und es gibt ja bald auch eine Eröffnung zu feiern. Ich muss mir so ein bisschen öfter jetzt auch mal im Club blicken lassen, als angehender ja, Security-Chef. Dann wird Scarlett vor Ort Sam, Ronan und Bruce antreffen. Ja, also ihr merkt das auch, Scarlett würde auch mit ihrem Auto recht geräuschvoll parken, schön mit quietschenden Reifen und so, hui, so ein bisschen reinrutschen in die Parklücke. Und dann hört man auch, ja, das eilige Türen schlagen und dann so tippel, tippel, tippel und dann rein in den Club. Und gerade wenn ich drinne bin, würde es man schon hören, Ronan! Scheiße, ist man hat schon beim Vorfahren gehört, die Woman in Bässe. Ja, na, definitiv, das sowieso. Oh, scheiße, Vin Diesel ist da. Oh Mann. Seid ihr im Büro oben oder steht ihr im Club selbst? Ja, sagen wir doch diesmal, wir sind unten. Ja, das macht es viel einfacher. Oh, Ronan, gut, dass ich dich antreffe. Oh, Sam, Bruce. Hey, ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht. Ich würde ja sagen, hol erst mal tief Luft, bevor du anfängst zu reden, aber naja. Ja. Gute Nachricht ist, Ronan, wir kriegen dein kleines Problemchen vielleicht in den Griff. Welches schlechte der 28? Nachricht? Ich dachte jetzt, dein vorrangigstes Problem, weißt du, das mit deiner Frau, deiner Geliebten, die an das. Das, okay. Also sag, wenn es unwichtig ist, vergiss es, dann macht das ganze Gespräch keinen Sinn. Mein Geisterproblem. Dein okay. Geisterproblem, ja. Sagen wir mal so, ich habe eine ominöse Person getroffen, die vielleicht bereit wäre, mir beizubringen, mit dem Geist zu kommunizieren. Wir haben einen Giovanni in der Stadt? Dann würde ich ja Lambada tanzen. Nein. Ich glaube, das wäre es mir wert. Mein Deal steht noch. Besorg mir einen Hekata in die Stadt und dann weiter im Text. Ja. Es ist aber so in unserer Gesellschaft quid pro quo. Und wir haben ja gestern eine recht ominöse Box kennengelernt, die einen sehr speziellen Inhalt hat.
ja, sagen wir so, ominöse Person will ominöse Box. Im Austausch gegen das Wissen mit dem Geist. Das ist Kacke. Es geht um die Box, nicht um den Inhalt. Es ging um die Box. Frage, ich meine, ich würde es natürlich brutal in den Fingern reizen, jetzt ein Zettelchen in die Box zu legen, dann wurde, haha. Es wird bloß vielleicht echt blöd für dich, wenn du ihm die Box gibst und er gleich den Inhalt kontrolliert und der ist nicht mehr drin. Sein genauer Wortlaut war, er hat eine Box verloren und möchte sie wiederhaben. Geil, dann ist es ja egal, dass der Horcrux nicht mehr drin ist. Korrekt. Und es muss ja nie jemand erfahren, dass wir das Ding aufgemacht haben. Es kann ja auch schon sein, dass irgendwer anders die mal aufgemacht hat und das rausgenommen hat, was auch immer da drin ist, was wir nicht wissen, was es ist. Doch, wir wissen, was es ist. Aber falls einer fragt, wir wissen nicht, was es ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Gut. Wobei, je nachdem, was ominöse Person mit dieser Box dann tun würde, vielleicht kann ominöse Person auch herausfinden, dass die Box geöffnet wurde. Vor kurzer Zeit. Ich meine, immerhin wird da eine ordentliche Menge Blut drin versenkt. Richtig, was ich immer noch für keine gute Idee halte. Aber wir haben die einmalige Chance, dein Problem in den Griff zu kriegen, Ronan. Ich weiß nicht, ob das irgendwer anders hier in der Stadt fertig bringt. Und wie hieß es doch noch vor ein paar Nächten? No risk, no fun. Ist dieser Punkt... Aber dass Veronica vielleicht nicht so begeistert sein wird, das Ding, das wird ja scheinbar irgendwie geschützt, weil ansonsten hätte man das Ding nicht irgendwo eingesperrt. Dann hätte man das Rasiermesser auch einfach in den Schrank legen können oder in ein Samttuch einschlagen und Ende. Es wird also eine Bewandtnis haben, warum das in dieser Kiste lag, die übrigens seine Schattententakel verdampft hat. Also denke ich, es hat einen Sinn, warum es da drin ist. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir das da rausnehmen und haben wir dann den Inhalt der Büchse der Pandora rausgenommen und die Büchse einfach weitergegeben? Ja. Ich glaube ja. Die Frage ist nur, wenn wir bei dem Punkt sind, was es mit dem Inhalt erstmal auf sich hat und wir wissen ja auch, was es mit Veronica gemacht hat. Ihr erinnert euch an die Szene, wo sie das Messer gehabt hat und ja, etwas. Aber hat sie da nicht Kräfte drauf gewirkt? Richtig. War das so? Dieses Lesen können, was schon mal mit dem Gegenstand passiert ist, das liegt nicht ganz in meinem Fachbereich. Ich meine, Ronan ist auch nicht nach hinten umgefallen, als er das Messer einfach in der Hand hatte oder du. Also ich glaube, solange man das nicht irgendwie näher versucht zu untersuchen. Das könnte natürlich so ein Ding sein, wie mit in bestimmten Büchern lesen. Wäre es nicht möglich, dafür vielleicht irgendwie eine andere Kiste zu tun, die wir mit irgendwelchen solchen Schutzruhen versehen? Ich meine, hast du nicht gesagt, hinten in dem Bus waren auch irgendwie solche Schutzruhen oder so? Könnt ihr da nicht irgendwas... Naja, ich meine, wenn das Ding wäre jetzt kein Problem, dass Scarlett oder ich und Tiffy beide irgendwelche Runen draufmalen, die auch richtig toll aussehen. Ich könnte vielleicht noch ein paar gefakte babylonische Schriftzeichen drunter setzen, aber die Kiste ist mit einem Ritual besprochen worden. Da ich nicht weiß, was das für ein Ritual ist, können wir das nicht einfach quasi reproduzieren. Kennst du nicht vielleicht irgendein anderes Ritual, was irgendwie Schutz bietet oder so? Können wir das Messer nicht einfach kaputt machen? Also, mir ist kein Ritual gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber mir ist tatsächlich kein Ritual bekannt, was einen, nennen wir es mal, verfluchten Gegenstand festhält. Ich glaube, aber man könnte ihn theoretisch vielleicht in, ich weiß nicht, oder was ganz Scarlett, aber in den Schattenland deponieren. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Ich kann sie da rausrufen, meine Schattententakin, aber da was reinstopfen, ist ja was komplett anderes.
Was? Ja, aber gibt es nicht so universelle Dinge in der Hexerei und so, die irgendwie Schutz bieten? Was ist ich? Weißdorn, Brombeerhecken, ich meine... Das meiste ist völliger Bullshit. Es sei denn, du glaubst selber dran. Es mag sein, dass es einige alte Vampire gibt, die kein es Haus betreten können. Es ist wichtig, dass man selber dran glaubt. Ronan, du bist Katholik. Deswegen kann ich kein Kreuz weihen, wenn ich es in die Hand nehme. Ja, aber die katholische Kirche kennt doch auch solchen Hokuspokus. Allerdings. Klar, ich könnte... Das Wort Hokuspokus gäbe es ohne die katholische Kirche nicht. Sicher wäre es vielleicht möglich, aus der Kirche... weil die hat ja auch noch normalen Betrieb, vermutlich. Das Einzige, so was da vielleicht geht, ist eine Kiste ins Weihwasserbecken zu tauchen. Was ist denn mit Veronica? Könnte sie nicht, ist sie in der Lage, irgendwie einen Schutzruhen anzubringen? Liegt das in ihrer Macht? Ich weiß es nicht. Vermutlich ja. Aber also, damit es dieselbe Wirkung hat, müsste auch sie das Ritual kennen, mit dem das besprochen wurde. Sonst kann sie ein anderes wirken, wo nicht gesagt ist, dass es dieselbe Wirkung hat. Wäre aber vermutlich besser, als einfach nur eine Kiste zu stecken, die in heiliges Wasser getaucht wurde. Das ist die Frage, gegen was das schützen soll. Was mit diesem Messer ist, ist es ein hochmagischer Gegenstand, dann ist es vielleicht eine Art Abschirmung. Solche Rituale gibt es. Ist es verflucht, wobei ich mit dem Begriff mich echt ein bisschen schwer tue, würde vielleicht sogar geweihtes Wasser helfen, das einzudämmen. Nicht eine Möglichkeit zu analysieren, was das für ein Ritual war? Ja, vielleicht, aber dann müsste, aber dennoch weiß ich dann nicht. Scarlett, habt ihr hier in der Bibliothek, habt ihr in eurer Bibliothek nicht irgendwo einen Safe? Natürlich, da liegen Henrys beste Werke drin. Aber dann sollten wir es vielleicht doch einpacken, wenn Henrys Bücher in irgendeiner Art und Weise Schaden nehmen sollten. Soweit möchte ich nicht denken. Wir könnten es irgendwie, was weiß ich, in... Theoretisch könnte man es ja... Alufolie einwickeln? Ach, schmerzhafte Blasphemie. Ach. Ich kenne mich doch mit dem Zeug nicht aus. Auch nicht. Man könnte ja auf Nummer sicher gehen. Wir sind hier in der Moderne. Also pass auf, wir machen das ganz einfach. Nehmen dieses Messer, tauchen es in das Weihwasserbecken, schlagen das dann in ein Kirchentuch ein und das Kirchentuch umwickeln wir mit Alufolie. Star Wars. Dann und legen es dann in den Safe. Weil dann in haben eine wir Geldkassette, in eine abschließbare und dann in den Safe, dass auch Henry jetzt nicht auszusehen, das Messer, oh, was ist denn das? Sondern eine abschließbare Geldkassette, zu der Scarlett, was sie sich den Schlüssel noch hat. Dass und wir da nochmal... Oder wir betonieren es einfach irgendwo ein. Dieser Club ist doch quasi gerade so in der Entstehungsphase oder in der Abschlussphase. Hast du noch irgendwo eine Ecke, wo man vielleicht was hochziehen könnte? Ich meine, einbetoniert kann das Messer ja nun nicht viel machen, oder? Hoffentlich nicht. Also ich hätte da vielleicht eine Idee, wo wir es dazu packen könnten. Wie sieht denn das aus? Können sich okkulte Gegenstände oder Dinge gegenseitig beeinflussen? Ich denke schon, dass es da eine Wechselwirkung geben kann. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt ja auch theoretisch keine Vampire. Ach, der Spruch schon wieder, Ronan.
Leute, ich glaube, Skal würde zustimmen, ihr stellt euch das ein bisschen zu plakativ vor, was diese ganze okkulten Sachen betrifft. Nicht umsonst gab es mehr als einen Clan, der sich mit einem einzigen Gebiet auseinandergesetzt hat und die quasi nie miteinander gesprochen haben. Ronan, es ist jetzt noch nicht mal ganz ein Jahr, dass ich dieses Unleben führe. Du kanntest mein Sire. Und John, der mir die Sachen beigebracht hat, war jetzt nicht wirklich jemand, der sich mit diesem Zeug beschäftigt hat, ja? Ich hätte noch einen tollen Aufbewahrungsort für das Messer. Der Dicke könnte es runterschlucken. Ist dann so sicher wie beim Hulk im Magen. Das ist gar nicht so eine blöde Idee. Schau so zwischen euch beide und her. Das ist jetzt euer Ernst. Theoretisch könnte es auch jeder von uns runterschlucken, beziehungsweise Bauch aufschneiden, Messer reinlegen, Bauch zuwachsen lassen. Ja. Ich glaube, es wieder rauswachsen würde. Okay, gib mir das. Ich finde hier schon irgendwann Platz für das Messer. Ist die Frage, wir brauchen die Kiste, also den Cube von Veronica. Das Messer deponieren wir hier. Und wir haben das Wissen von Prenava und wir schreiben noch einen netten Zettel von uns allen Vieren, weil er ja die Stadt verlässt. Ich hoffe, er hat keine Zeit, dann reinzuschauen, bevor er die Stadtgrenze übertritt. Und dann schreiben wir ihn schön rein mit freundlichen Grüßen, die hübsche Box und... Prenava? Gibt es hier einen Spielwarenladen? Bestimmt. Es gibt doch diese lustigen Kastenteufel. Oh Gott. War schön, war mit dem Joker. Wer jemals wieder in die Stadt kommt, der hasst uns. Naja, wir haben jetzt die Wahl, wir könnten auf dumm tun und sagen, wir wissen nichts davon, dass irgendwann das Messer bereits entwendet wurde. Dass wir die Kiste vielleicht gar nicht aufgekriegt haben. Oder wir machen es offensichtlich und packen ihm wirklich einen Zettel rein, wo drauf steht, haha. Lieber Mr. P., leider habe ich den Horcrux schon woanders versteckt. Ja, Horcrux ist in Nasa Castle. Würde mich wundern, wenn er weiß, was Horcruxe sind. Er liebt Gruselgeschichten. Ich wette mit dir, er hat auch Harry Potter irgendwann mal gelesen. Pff, das nie gelesen. Ist das gruselig? Manchen Stellen so schon. Zum Ende hin mit den Horcruxen schon so ein bisschen. Also es ist nicht mehr dieses nette kleine Kinderbuch, was man am Anfang denkt. Hm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass selbst ich meine, er hatte doch gesagt, dass es sehr gefährlich ist, wenn er hier bleibt und so weiter, oder? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er die Stadt so dringend verlassen möchte, dass selbst wenn er dann, dass er nicht unbedingt wieder zurückkommt, wenn er die Box erst außerhalb der Stadt wieder aufmacht. Oder er kommt erst in ein paar Jahrzehnten wieder. Hat er ja selber gesagt. Er wartet dann ein paar Jahrzehnte, bis Gras über die Wachse gewachsen ist und dann... Ja, vielleicht können wir aber auch ein paar Dinge tatsächlich einfach... ausprobieren. Ich reiz das schon, ein bisschen mit dem Messer herum zu experimentieren. Nun denn, also das ist schlau? Nee. Lasst uns doch erstmal beschließen, quasi, wir wollen auf den Deal eingehen. Wir wollen das machen. Wenn er sich an seinen Teil hält, beziehungsweise dir auch etwas angibt, mit dem du wirklich was anfangen kannst und nicht sowas aller, hier, ich habe da mal ein paar gesammelte Studien zusammengelegt und du brauchst 200 Jahre, um das Ding herauszuklamüsern. Nein, das war die Abmachung quid pro quo. Er kriegt die Box und ich krieg das Wissen, wie ich mit Geistern sprechen kann. In Anbetracht dessen, was wir gestern rausgefunden haben, macht mich das ein bisschen nervös. Also wie er dir das vermitteln will. Aber hey, Experimente sind da, damit man sie macht. Da. Learning by doing. Hands-on-Mentalität und so. Diesmal betrifft es ja nicht mich, ist so ein Schulterklopfer. Naja, im Endeffekt schon, es geht ja um deine Frau. Aber das ist, wird dir ja vermittelt. Hm? Richtig. Aber als du so Kopfschmerzen kriegst, mache ich dir eine Tablette fertig. Fantastisch. Du bist ein echter Freund, Ronan. Hör ich häufiger. Also dann eine Tablette bei einem Vampir irgendwas macht. Die Geste zählt.
ein Mensch mit Kopfschmerztabletten vollpumpen und dann, ja, das könnte funktionieren sein. Yay, schon wieder zu meiner Primo gehen. Die glaubt Mensch. Ja inzwischen, wir sind scharf auf sie. Naja, du hast ja sowieso einen Hang zu Frauen, also von daher. Wie soll ich denn das jetzt interpretieren? Naja, Jelly, deine Ex-Frau als Geist, die Sire von Jelly, deine Primogen. Hat Scarlett schon recht. Auch du, Brutus. Was denn? Ich habe das Problem auch. Problem. Wenn ihr zu Veronica fahrt, dann würde ich vielleicht bei Ellen vorbeischauen. Wir wollten sie ja fragen, ob sie etwas von diesem Messer und von dem Würfel weiß. Ein schöner Zusammenhang, ja. Ja, ja. Panava hat ja nicht zufällig gesagt, wann er das hier, den Würfel in der Stadt gelassen hat, oder? Nein, er sagte nur, er ist ihm abhanden gekommen. Ich glaube, er hat ihn nie gehört. Er will ihn einfach nur haben. Oder er wurde ihm abgenommen. Das wäre interessant. Nehmen wir mal an, er hat von Veronica gemopst und Veronica hat sich den Würfel einfach zurückgemopst. Oder vielleicht hat den einfach irgendwer gemopst und er ist wieder bei Veronica gelandet. Meinst du, das ist so ein magischer Würfel, der automatisch immer zurückspringt, wo er eigentlich hingehört? Naja, die wenigsten Kaniten machen sowas ja selber. Die beauftragen andere dafür. Also. Aber ich glaube, Veronica, wenn ihr das schon mal gemopst worden wäre, wäre sie doch paranoider, was das Stück angeht, oder? Ja, es hieß ja, dass dieses Stück eigentlich Ido gehört hat. Mhm. Richtig. Wer würde schön an Veronica gegangen als Seneschall. Richtig. Wir wissen ja nicht, was davor war. Oder die Verbindung von Plenava und Ido. Außer dieses tolle Bild. Nur mehr oder weniger innig. Ja. Und wenn du dann schon bei Ellen bist, ja, kannst du sie ja mal fragen, ob sie eine Ahnung hat, warum Ido Sabra in der Stadt geduldet hat, als einzige Entru nach Jahren. Mhm. Und ich glaube, die Aussage, es war ihr gutes Aussehen, zählt bei einem Toreador-Prinzen nicht. Oder gerade dann. Männer. Ich werde sie danach fragen. Manches funktioniert, wenn man tot ist und wenn man lebendig ist. Zuckt so ein bisschen die Schultern. Nur das Interesse lässt halt irgendwann nach. Bei den meisten. Naja, die Sterblichen haben den Vorteil, dass irgendwann halt das Leben zu Ende ist. Bei uns ist das halt nicht der Fall. Stell dir mal vor, du musst wirklich eine Beziehung eingehen für den Rest deines Lebens. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und man kann sich auch als Kainit auseinanderleben. Ich glaube, ich kriege eine Depression gerade, Scarlett. Danke. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Schauen wir erst mal, sonst fängt der Ire noch an zu philosophieren. Fantastisch. Gut, dann auf geht's. Ja. Zum Scarlett Mobil. Ronan, denk an. Ich brauche stärkere Kipp. Ja, du wolltest funktionieren. Rothände. Schwarzer Krause. So. Ja. Also was wollt ihr zuerst machen? Wollt ihr zuerst das mit Sam bei Ellen oder wollt ihr direkt zum
so primogen. Der Ron ist doch immer so scharf drauf, auf seine Primogen zu treffen. Er macht es doch zuerst, dann hat er es hinter sich. Ja, dann taucht er natürlich auch an diesem verregneten, in dieser verregneten Nacht wieder auf, an der alten Kirche, die auch heute wieder offen ist nachts. Ich bin jetzt 4,5 Jahre hier und ich war noch nie zweimal in so kurzer Zeit in dieser verdammten Kirche. Amen. Ronan greift mal so unter sein Oberteil und zieht dann ein Kreuz raus, das er so vom Hals nimmt, das so kurz in der Hand wiegt. Geht dann zu dem Eiwasserbecken und taucht das Kreuz rein. Ja, die katholische Kirche hat schon gutes Merchandise. Das ist das Arcti di La Sombra. Ein paar davon sehen immer ganz nett aus. Es dauert auch heute wieder etwas länger, bis irgendwie ein Geistlicher euch in diese Kristall einlädt und ihr dort wieder auf Veronica wartet. Und tatsächlich erscheint sie dann irgendwie, sieht ziemlich gestresst aus. Ihr schon wieder. Sitzend. Irgendwas noch offen geblieben nach gestern? Ich höre ihre Stimme so gerne. War ein Spaß. Wir sind wegen dem Würfel hier. Mir ist heute nicht nach Spaß. Scarlett, muss ich hab zu tun. Was gibt's? Unterdrücken. Ja, wir bräuchten den Würfel mitsamt Inhalt. Wofür? Nun ja, die Box schicken wir auf Reisen und den Inhalt wollen wir untersuchen. Ich habe euch ja gestern schon gesagt, dass ihr gerne Untersuchungen machen könnt, aber nur in meiner Anwesenheit. Ja gut, wollen Sie dann mit zum Club kommen? Zu tun. Schade. Ich meine, wir können die Untersuchungen auch hier machen. Sie wollen ja nur anwesend sein, oder? Ich meine, Sie tun das, was Sie wollen, wir tun das, was wir wollen, gleich nebeneinander. Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee, dass Messer aus dem Würfel herauszunehmen und den Würfel weiterzugeben? An wen übrigens? Naja, er behauptet, ihm hat diese Box mal gehört. Edo? Mein Herr, Sie kennen ihn gut. Nein, Gott, wenn der wieder aufgetaucht wäre, das würde viele Probleme lösen. Netter. Nein, Ihr ehemaliger Lehrmeister möchte die Box gerne haben. Ihre Miene verfinstert sich. Ja, genau der. Man sieht, wie also Ron stockt kurz, wirft so einen Seitenblick zu Bruce, dann einen zu Scarlett, so nach dem Motto, Wenn das so ist, muss ich leider ablehnen. Ich gönne diesem Kerl nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Müssen Sie ja auch nicht. Nur die Box. Ohne Inhalt. Es geht nur um die Box. Er wollte nur die Box haben. Wenn er nur die Box will, wird das seinen Grund haben. Und richtig. Ich gebe ihm nichts. Ich schaue mal so zu Ronan rüber. Er hat ja den besseren Draht zu ihr. Ja, also wie ich das verstanden habe, will Denava dafür einige seiner Studienergebnisse offenlegen. Und er hat den gängigen Fehler gemacht, den alle übergehen, die nervös sind, sich nicht klar genug auszudrücken. Gesagt, er möchte die Box haben. Also sicher? War unser Plan, ihm die Box zu übergeben und den Inhalt zu entfernen. Wo wir gerade auch davon sprechen, würde Scarlett jetzt das Gemalte von ihm so aus der Tasche ziehen und das auch mal so präsentieren. Er konnte sie recht 1:1 wiedergeben. Also aufzeichnen. Das ist das, was er will begehrt. Er mit der Box? Hm. Ich gehe mal davon aus, dass er damit meinte, dass er auch den Inhalt bekommt, aber was sagtest du, Rose, wann er geht? Morgen Nacht.
reist er ab. Und er kommt wieder wann? Das hat er nicht gesagt. Aber meistens. So wie er sich gestern ausgedrückt hat, ist er Minimum ein paar Jahrzehnte weg. Und sagen wir, diese Kleinigkeit ist hat ein bisschen sowas mit meiner Vergangenheit zu tun. Mhm. Klär mich auf. Ich schüttle so den Kopf. In letzter Zeit sind sehr viele komische Dinge passiert und ich glaube, dass Plenava zu dem einen oder anderen zumindest eine grobe Ahnung besitzt. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn er bereit ist, sich von einigen seiner Expertisen zu trennen und es erfordert nur eine List, hast du ja auch nichts verloren. Im Gegenteil, insgeheim hättest du deinem alten Meister damit über uns quasi einen ausgewischt. Denn die Box könnt ihr allenfalls kopieren. Versuchen sie nochmal neu herzustellen, zum Beispiel. Er geht morgen, hast du gesagt. Ja, er sprach davon, dass er morgen Nacht abreist. Logischerweise würden wir das so takten, dass es einer Übergabe stattfindet, ich das Wissen bekomme und er verschwindet. Wartet einen Augenblick. Verschwindet wieder hinter der anderen Tür. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ist jetzt aber nicht an erstgeborene Kinder zusammen, oder? Ich glaube, so langsam gehen die Gula aus. Wenn sie so verfährt wie mit dem letzten, dann kann ich verstehen, warum. Es brennt mir ein bisschen unter den Nägeln. Sag, dass das ein Ghoul war. Warum flüstern wir eigentlich? Die letzte Erkenntnis noch mitzuteilen, aber ich will's nicht. Nein, sie... Nein. Das wird mein Peak Ass. Es dauert 10 Minuten oder so, dann kommt sie wieder. Mit der Box in der einen und einem kleinen Säckchen in der anderen Hand. So, wir wollten das Ding rausnehmen, nicht wahr? Und eine Nachricht hinterlassen in dem Ding drin. Das war optional, aber wir dachten, so ein kleiner Fingerzeig für einen so schlauen Mann, dass er an eine Kleinigkeit nicht gedacht hat, wäre vielleicht ein kleiner, netter Sargnagel. Sie bekommt so ein leicht diabolisches Grinsen. Gut, ich gebe euch das Ding unter einer Voraussetzung. Und die wäre? Ich präpariere die Nachricht für Penava. Schließe sie in den Würfel ein und ihr öffnet ihn danach nicht mehr, bis ihr sie ihm übergeben habt. Wird Prenava das überleben? Das ist nicht eure Sache. La 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 la. Naja. Für mich klingt das fair. Für mich Hauptsache ist er endlich raus aus der Stadt. Meinetwegen auch würde ich den Anfang machen. Krempel so mein Sweatshirt hoch. Der Würfel jetzt mit Bruce Blut gefüttert? Versuch es wert. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal wen anders herbestellen. Okay. Nee, funktioniert. Ja, wie gesagt, ich. Jetzt ist es eine wilde Kiste. Noch wilder. Nimmst du das Messer raus, oder?
Das für Ronan oder Scarlett und Veronica. Ich hab ja sowieso ein paar Handschuhe an. Dann, ich gehe mal davon aus, ich kriege dann von Veronica und diese Säckchen. So, dann wahrscheinlich das Messer rein. Mhm. Ja, und dann fasst du das mit Handschuhen an, dann ganz vorsichtig in diese Säckchen und dann. Es wiegt sich irgendwie relativ schwer. Also es ist irgendwas relativ Schweres in dem Säckchen drin. Ach so, okay. Ja, dann nehme ich das Messer da raus und ja. Dann kommt das Säckchen in die Box rein. Der Würfel wird jetzt zugemacht. Mhm. Schieb ihn wieder zu. Ja. Nun gut. Sie grinst immer noch. Sehr gut. Wenn ihr fertig seid mit euren Untersuchungen, bringt das Ding wieder hierher. Es ist nur eine Leihgabe. Wie etwas aus der Bibliothek ausleihen. Richtig. Und noch was, wenn ihr den Würfel abgebt, kein Wort von mir. Von wem? Wir verstehen uns. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, deine Zeit. Immer wieder eine Freude. Ja, und dann denke ich mal. Also so, Bruce hat jetzt das Messer? Ich halte das so. Ja. Eine Sache noch. Könnten Sie mir vielleicht ein Tuch geben? Zum Einwickeln. Schaut den Menschen an, in den Geistlichen. Holt dann so ein Stofftaschentuch raus und legt es auf den Tisch. Ja. Ich falte das dann so ganz sachte ein, dann nehme ich das mit diesem Tuch in die Hand. Sicher ist sicher. Eine schöne Nacht noch. Draußen sind denn. Ach du Scheiße. Was war die jetzt gut gelaunt? Ja, der. Die Aussicht darauf, dass sie vielleicht ihrem ehemaligen Lehrmeister was auswischen kann, scheint sie in Hochstimmung zu versetzen. Hattest du schon mal das Gefühl, du hast eine Bombe in der Hand? Genau das habe ich gerade, ja. Deswegen gleich meine Frage, wird Prenavat das überleben? Naja, wenn Prenavat die Kiste gleich aufmacht, dann haben wir eben ein Problem. Wenn er sie und falls es ihnen dann in Stücke reißt, wird es uns auch in Stücke reißen. Also hey, macht er das erst in seiner Kemenate auf, dann. Nehmen wir mal an, er muss davon ausgehen, dass wir nicht wissen, was da drin ist. Dementsprechend wird er davon absehen, das Ding in meiner Gegenwart zu öffnen. Mal abgesehen davon, dass er mir somit auch zeigen würde, wie man es aufmacht. Dementsprechend, ich glaube, das würde er nicht offenbaren. Oder er weiß noch gar nicht, wie es aufgeht. Dann würde er sich ziemlich zum Eumel machen, wenn er einfach da versucht, dran rumzuschrauben. Also ich gehe mal davon aus, dass er das für sich machen wird. Ich hoffe es einfach mal. Das Gespräch ist jetzt noch in der Kirche oder draußen oder wo? Draußen, bitte. Gleich die Veronica. Hey. Ach so. So. Allerdings, jetzt wo wir beides haben, sollten wir vielleicht wirklich kurz dann wieder uns einen ruhigen Ort suchen, weil ich vielleicht mal was ausprobieren wollen würde. Naja, die Bibliothek ist frei für heute Nacht, also. Gut. Ich habe zwar ein bisschen Angst davor, das auszuprobieren, aber ich würde es gerne versuchen. Auf der Fahrt von der Kirche zur Bibliothek hin wird zumindest Ronan, ist der einzige von euch mit Auspicks, ne? Ja. Und du hast das ja gesagt, du hast es immer an, dieses passive Ding, ne? Das heißt, du wirst auf jeden Fall so einen
Schauer immer über den Rücken laufen haben, während die ganze Zeit, während ihr fahrt. Kennt ihr dieses Gefühl, als die Vögel hier noch... Entschuldigung, bevor ich es vergesse, Bruce, du hast natürlich einen Hunger mehr jetzt durch das Blut. Ja, ich habe es schon aufgeschrieben. Als die Vögel noch überall alles beobachtet haben, dieses dauernde Gefühl des Beobachtetseins. Schau mal nach oben, auf so ein Dach. Ich habe das schon wieder. Und es ist irgendwie intensiver. Ich habe das Gefühl, ständig packt mich eine eiskalte Hand im Nacken. Bin's nicht. Das finde ich, obwohl es komisch klingt, relativ beruhigend. Okay. Das Gespräch würde wieder ein bisschen wirr. Kannst du denn irgendwen ausmachen auf den Dächern oder so? Oder ist es ein allgemeines Gefühl? Ist nichts Ungewöhnliches. Haben wir einen Nosferatu mit an Bord? Vielleicht hat das aber auch etwas. Stille Beobachter. Außerdem hat die Veronica gesagt, sie hat Gargülen. Fallen die nicht auf? Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ein gigantischer Wasserspeier hier durch die Stadt stapft, ich glaube, das übersieht man nicht. Und ein nachtschwarzer Wasserspeier, der geräuschlos durch eine nachtschwarze Nacht fliegt? Geht das? Also wer weiß. Das müsst ihr doch wissen. Weißt du, die Erschaffung von Gargülen kommt mit dem 6. Meistergrad. Ich wollte gerade fragen, ist das das einzige Thema, wo du aufgepasst hast? Wie man das eine Gargüle zusammenklöppelt? Das fand ich spannend. Das ist der 6. Meistergrad. Das lernt man nach ungefähr 80 Jahren. Fantastisch. Weißt du, irgendwelche Runen kannst du nicht identifizieren, aber wie man eine Gargüle zusammenklöppelt. Ich kann Runen sehr wohl identifizieren, ich kann sie nur nicht immer korrekt zuordnen. Oh, fantastisch. Meister, wir hatten keine weißen Kerzen mehr. Ist es schlimm, dass ich jetzt die schwarze genommen habe? Oh, bitte, ja, jetzt komm nicht mit sowas um die Ecke. Frau Tentakel aus der Hölle. Ich kann sie wenigstens beschwören. Und sie verpuffen in der Kiste. Wo wir nicht mal wissen, wo die Kiste herkommt. Das kann ich vielleicht herausfinden. Fantastisch. Das ist doch mal was Positives. Ich bereite mich auf schlimmste Migräne vor. Und ich weiß nicht genau, was passiert. Also vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen drauf achten, falls da Dinge passieren. Großartig. Fahren wir. Und Bruce, hab mal mit einem Auge oder eine Nase. Ja. Ach so, und übrigens, wenn wir einsteigen, kommt dann die Warnung, Vorsicht, laute Musik. Und in dem Moment, wenn der Schlüssel rumgedreht wird, geht's auch schon wieder los. Ja, was mit Auspex böse Aua machen sollte. Ich fällt noch vom Dach. Zwei Tonkagüle aufs Auto. So. Ja. Dann auch eine Art von Abwehr, ne? Ja. Ja, ihr kommt bei dem bei der Bibliothek an. Ich würde uns jetzt eben zu Sam springen. Yep. Können wir gerne machen, ja. Auf der ganz woanders in der Stadt, in einem etwas gehobeneren Etablissement, nur mit den feinsten Möbeln ausgestattet und ja, Sam war ja hier schon ein paar Mal. Ja, ein paar Mal, glaube ich. Du hast ja teilweise hier gewohnt, in diesem Apartmentkomplex. Ja. Und ich schätze mal, außer den Malen, wo wir es ausgespielt haben, werde ich so vielleicht auch mal zwischendurch kurz bei Ellen vorbeigeschaut haben, weil wir ja so Schwestern sind. Ja. Ja. Das heißt, man kennt dich, man lässt dich vor und Ellen steht wieder, wie man das schon von ihr ein paar Mal gesehen hat,
an diesem großen Fenster, von dem man aus irgendwie Richtung Stadt schauen kann. Wieder ein äußerst teuer aussehendes Kleid an. Hallo. Dreht sich um. Sam. Tippelt zu dir rüber, nimmt dich in den Arm. Küsschen links, Küsschen rechts. Ja, das würde ich erwidern. Ellen, ich muss dich nochmal wegen Ido zwei Sachen fragen. Zwei Sachen gleich. Hast du schon mal so einen komischen Würfel bei ihm gesehen? Aus Holz, mit so Runen bedeckt. Würfel? Nein. Warum? Was? Weil dieser Würfel... Ein Casino-Würfel oder was? Ich würde ja eben den Würfel beschreiben. Also... Verziehst du das Gesicht? Hier übrigens nochmal die gute Frau, wer sie noch nicht kennt. Der einige dazugekommen. Das klingt nach irgendeinem so Okkultkram. So. Genau. So Runen drauf. Ja, genau. Ich glaube, da solltest du eher Veronica fragen, anstatt mich. Nee, die Frage wäre, ob du ihn auch schon mal, ich meine, du warst dein Kind. Hast du ihn mit diesem Würfel irgendwann mal hantieren sehen oder weißt du, wie er in seinen Besitz gelangt ist? Oder? Edo hat alles Mögliche gesammelt. Kann sein, dass da auch ein Würfel bei war, ja. Okay. Sagt dir der Name Betty irgendwas? Ziemlich geläufiger Name vor ein paar Jahrzehnten. Ja, 50s Vibes. Ich kannte mal eine Tänzerin, die hieß so. Hätte ja sein können, dass du... Wo sind seine anderen Sachen hin, wenn du sagst, er hat viel so Kram gesammelt? Alles zu Veronica gegangen, oder? Nein, das meiste habe ich. Steht in der Ausstellung. Welche Ausstellung? Ich habe unten einen Ausstellungsflügel. Würdest du mir den mal zeigen? Klar. Komm mit. Aber Vorsicht, wir könnten uns da ziemlich lange drin aufhalten. Dann... Ach, weißt du was? Heute nur einen ganz kurzen Blick und irgendwann mal... Kunst will ausführlich betrachtet werden, Sam. Dann sollten wir den Besuch lieber verschieben. Die Schönheit der Dinge braucht seine Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Wie viele Leute sind einfach nur so an der Mona Lisa vorbeigelaufen, ohne sie wirklich wahrzunehmen? Und halten sie für ein Postkartenbild? Ich war noch nicht in Paris. Ich habe sie nicht gesehen. Als ich noch lebte, habe ich sie gesehen. Beeindruckend. Warst du im Urlaub in Europa oder kommst du ursprünglich aus Europa? Ich komme aus Texas. Also ich war im Urlaub dort. Ich hatte nie das Geld für solche Reisen.
Tragisch. Solltest du vielleicht mal nachholen. Zeiten, obwohl in unserem jetzigen Zustand ist es wahrscheinlich schwierig, den Flug nach Übersee zu überstehen. Es gibt ja auch noch andere Transportmittel als unbedingt nur ein Flugzeug. Schiffe sind nicht sonderlich ungefährlicher. Ich hörte von einem Gangrel, der zu Fuß gelaufen ist. Es hat ihn, glaube ich, ein paar Jahrzehnte gebraucht, aber er hat es geschafft. Puh. Zu Fuß. Ich glaube, dann setze ich doch lieber auf einen privaten Frachtcontainer und ein Schiff. Werde dich nicht aufhalten. Dazu müsste ich erstmal aus dieser Stadt rauskommen. Zuckt mit den Schultern. Hier ist die Galerie. Sag mal, war da nicht was, dass Ido eigentlich echten Hals auf die Ventru hatte? Oh ja. Kann mich an so manche Exekution erinnern. Selbst für das kleinste Vergehen hat er die Todesstrafe verhängt. Es gab Elysien, da sind sie gleich in Dutzenden hingerichtet worden. Wie kam es dann, dass Asabra geduldet hat? Das, meine Liebe, frage ich mich auch schon seit geraumer Zeit. Hat der da nie mit dir darüber geredet? Jedes Oder Mal, wenn ich das Thema angeschnitten habe, ist der wütend geworden und mir Eifersucht unterstellt oder so etwas. Ich glaube, die hatten was miteinander. Ich kann es nur nicht beweisen. Aber wenn du mich fragst, hätte sie besser auch rausschmeißen sollen. Miststück passt. Miststück passt. 100%. Manipulatives, widerwärtiges, schlecht angezogenes Miststück. Meinst du, sie hat ihn in irgendeiner Form, ich weiß schon, mit ihrem Mindtricks da beeinflusst? Ich hörte, Ventru sollen sowas können. Zu diesen Isaiah, mit dem du immer rumgehangen hast. Ist das so eine Art manipulatives Arschloch wie Sabra? Dass die beiden passen wie Topf auf Deckel. Wobei ich glaube, wenn ich mich da so ein paar Gespräche mit Angela und Isaiah erinnere, dass Isaiah da durchaus noch ein bisschen Übungsbedarf hat. Ich glaube, bei ihm ist das Wollen größer als das Können. Jedes Mal, wenn ich mit diesem Isaiah geredet habe, musste ich mir danach erst einmal eine Dusche gönnen oder ein Bad, den ganzen Schleim abzuwaschen. Ein Peeling und eine Mundspülung, ja, genau. Hast du ihn in letzter Zeit gesehen? Isaiah? Ja? Nein. Nicht mehr, nachdem er das Urteil verstreckt hat. Unsere geliebte Prinzigkeit hält ihr Schoßhündchen schön bedeckt. Liegt wohl eher daran, dass ich keinen gesteigerten Wert darauf lege, mit ihm in irgendeinen Kontakt zu treten. Kann ich dir nicht so ganz verübeln.
mich, es wäre recht spannend zu wissen, was diese Sabra getan hat, dass er sie nicht gleich wieder mit dem Arschtritt über die Stadtgrenze befördert hat. Bin genauso ratlos wie du. Irgendwas muss dieses Schnepfe an sich haben, was irgendwas in ihm ausgelöst hat, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ihre, hast du eine Idee? Ihre Kleidung kann es nicht sein, ihr Gesicht auch nicht, dieses Bombenkrater. Ihr Hintern und ihre Brüste auch nicht. Alles flach wie. Tja. An Implantate hätte sie vor ihrem Unleben denken müssen. Er braucht Implantate. Wenn man von der Natur nicht so gut gesegnet ist? Dann hat man es nicht anders verdient. Wer könnte denn wissen, warum sie bleiben durfte? Weiß es nicht. Ich denke, einer ihrer Vertrauten, der Sheriff vielleicht, weiß ich nicht. Du hängst mit dem rum. Ich glaube, so eng vertraut sind die beiden jetzt auch nicht wirklich miteinander. Nicht? Hätte schwören können. Er hatte einen etwas schwierigen Start. Die Flammenschrift, ja. Und ich glaube, das fand Sabra jetzt nicht so sonderlich ermutigend und ich glaube, er ist auch nicht so begeistert vom Seneschall. Sind wir doch mal ehrlich, eine Zumutung für die Augen, oder? Jeder Nosferatu. Ja, aber ich meine, du bezeichnest Sabra als Bombenkrater, was... Ja, sie hat schon ziemlich viele Ähnlichkeiten mit einem Nosferatu. Naja. Vielleicht kommen ja auch wieder bessere Zeiten. Dass sie in Wirklichkeit zum Clan Nosferatu gehört. Und deswegen Edur sie gelassen hat. Dem sollte man nachgehen. Du könntest ja vielleicht mal diesen Wanze. Nein! Hilfe! Der hat hier Hausverbot, nachdem er mich einmal unter der Dusche fotografiert hat. Aber halt dich bloß fern von dem. Der ist ein ganz widerlicher, ekliger, schmieriger Typ. Fast noch schlimmer als dieser Isaiah. Nur nicht ganz so hinterlistig und... Ellen, meine Liebe. Ich kann deine Abneigung ja verstehen. Aber jetzt stell dir vor, Wanze bekommt den netten kleinen Auftrag, herauszufinden, ob unsere gute Prinzigkeit vielleicht nicht tatsächlich eine Nosferatu ist. Stell dir vor, er würde dir Bilder von ihr unter der Dusche bringen. Das hätte schon was. Damit könnte man viel Spaß haben. Könnte man. Leider hocken diese Nosferatu, wenn es sie... Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ach, ich glaube, Wanze arbeitet sehr viel auf eigene Rechnung und ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ich habe mir sagen lassen, ja, sie sind, wenn ihnen jemand wirklich richtig ans Bein pissen will, dann halten sie stark zusammen, aber für sowas. Überleg mal, was Wanze mit einer solchen Information, wie viele Gefallen er dafür einfordern könnte. Ja, und ich fürchte mich davor, welche Gefallen ich ihm dann schulde.
Ich habe einmal einen Deal mit ihm gemacht. Dann musste ich mit ihm auf ein Date ausgehen. Ich glaube, das Opfer würde ins ich bringen. Kino! Neben ihm! Ich glaube, das Opfer würde ich tatsächlich bringen, um Stabra 1 auswischen zu können. Du würdest mit dem... Weißt du, ich habe mir sagen lassen, dass die Nosferatu auch über Kräfte verfügen, um ihr Aussehen verändern zu können. Tun sie das? Bin da nicht so im Bilde. Und jetzt stell dir vor... Warum tun sie das dann nicht ständig? Du weißt, es kostet Energie. Aber jetzt stell dir doch mal vor, der Preis wäre, einmal mit Vans ins Kino zu gehen, nur ins Kino zu gehen. Und du weißt, dass er dafür unter Anwendung dieser Kraft mit Sabra knutschen würde. Hätte schon was. Manchmal muss man einfach Opfer bringen, wenn man etwas erreichen möchte. Meine Liebe, wenn wir uns nicht so gut verstehen würden, würde ich sagen, es ist eine kleine Intrige gegen unseren Prinzen. Ein wenig Schabernack. Ich meine, ganz ehrlich, es sind Nosferatu. Wer kann schon wirklich die Nosferatu kontrollieren? Oh, Joe. Ach, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Joe manchmal auch zu beschäftigt ist, um gewisse Dinge zu sehen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin dann lieber beschäftigt mit Dingen, die ich nicht sehen will. Aber du willst mir sagen, dass ich Wanze beauftragen soll, den Prinzen auszuspähen. Vielleicht ihn beauftragen, herauszufinden, warum Sabra als Ventru von Ido geduldet worden ist. Ob sie denn wirklich Angehörige des Clans ist, für den sie sich ausgibt. Ich denke, das wird sehr teuer. Ich glaube, da ist es mit einem Kinobesuch nicht getan. Du kannst ihm einen Kinobesuch mit uns beiden anbieten. Oder noch besser, die Umbauarbeiten im Club sind fast fertig. Wenn er uns bei dieser Sache hilft, spendieren wir ihm einen Abend im VIP-Bereich in meinem Club. Und was ist, wenn er auffliegt? Dann sind wir, naja, Futter. Ich glaube, Wanz ist zu schlau, um so leicht aufzufliegen. Schlau und Wanze in einem Satz. Das schätze ich nicht. Du weißt, dass du auch zu gerne von den anderen unterschätzt wirst. Und wir wissen doch beide, dass in deinem hübschen Kopf mehr vorgeht, als du nach außen zeigst. Ist das so? Ich glaube, du irrst. Wolltest du jetzt die Galerie sehen oder nicht? Ja. Ja, würdest du dich in die Galerie lassen? Tatsächlich irgendwie, ja, so fast so einen kleinen Museumstrakt mit vielen Gemälden unterschiedlicher Art und Weise, unterschiedlicher Epochen, andere Kunstgegenstände, teilweise auch alte mittelalterliche Rüstungen, sowas. Alles quer durch, bunt durcheinander.
Primär Kunst, also wirklich Kunstgegenstände oder einfach. Es ist kein Tand. Hat schon alles Hand und Fuß. Wenn du eine längere Zeit da verbringst, kannst du es durchaus auskriegen, gerade mit dem Sinn für Ästhetik. Und also sie hat auch nicht gespaßt damit, wenn du in den Museumsflügel reingehst, wird dein Toreador-Blut in Wallungen kommen und du sehr starke, sehr stark genießen, hier irgendwie von hier zu verweilen und alles anzusehen und tatsächlich die Zeit vergessen darüber. Gut. Aber wirklich etwas, was dir bei dem Würfeldilemma hilft, wirst du da nicht finden. Dann verbringe ich da einfach ein bisschen Zeit und würde dann wieder auf den Rückweg mich zum Club machen. Weil ich nicht weiß, dass die anderen in der Bib gelandet sind. Ja. Apropos. Ja, Bruce hält so die ganze Zeit auch während der Autofahrt halt wirklich in so zwei Fingern dieses in das Tuch eingewickelte Messer. Und sieht sehr unglücklich dabei aus. Bruce, das sieht ein bisschen so aus, als hast du ein stabiles Dynamit. Wer weiß. Denk dran, die Bombe ist im Würfel. Mhm. Das hat das jetzt besser gemacht. Bin nicht sicher, was die schlimmere Bombe ist. Naja, von dem Messer wissen wir nur, dass es ein Schlüssel ist. Das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass er das Tor zur Hölle öffnet. Vielleicht ist in der Kiste jetzt auch nur ein gewaltiger Stinkefinger, der rausspringt. Du kennst deine Primogen besser als wir, glaube ich. Nein. Weißt du, ich vertraue Tremere im Allgemeinen nicht. Warum wohl? Streich mal so wieder über seinen Ring. So. Ich würde dann mal kurz bevor wir dann aussteigen, auch dann das nochmal in so eine Jacken-Innentasche tun, das Messer, damit ich jetzt nicht so über die Straße laufe. Naja, gut, dann auf in die gute Stube. Brauchst du irgendwas an Equipment, Ronan, für deinen Versuch? Eine Kartoffelsuppe, eine Umarmung, eine Decke? Das ist irgendwie echt süß. Einen freien Tisch wäre gut und Licht. Das ist beides vorhanden. Wir sollten doch vielleicht nicht direkt vor der Fensterfront den ganzen Spaß veranstalten. Schon klar. Mhm. Ja, dann setze ich auch meinen Rucksack wieder ab, klopfe da einmal gegen. Du kannst rauskommen. Miau. Ja, dann öffne ich so den Rucksack und dann kannst du wieder umschauen gehen. Aber bleib in Hörreichweite. Miau. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wir haben eine Katze in dieser Bibliothek. Wow, Sherlock. Großartig. Aber Bruce, kannst du deinem pelzigen Freund sagen, dass er vielleicht den Eingang ein bisschen im Auge behalten soll? Den Haupt- oder den Nebeneingang? Den jetzt hier zu unserem Trakt. Ja, dann pfeife ich noch einmal so. Der wird wahrscheinlich schon gerade weggegangen sein. Und deutet dann einfach nur so auf die Tür. Nur, dass du das im Auge hast. Das schnurre ich dann, also das rede ich mit ihm. Also, ihr hört dann so lautes Miau. Faszinierend. Es ist jedes Mal verblüffend. Ich bin ein bisschen neidisch. Wie bitte? Miau. Ich weiß.
Komm, ich komme mal eben auch mit. Ihr beide macht das schon, ne? Ich kann dazu, glaube ich, eh nichts beitragen. Naja, wenn Ronan gerade den Satan beschwört, wäre vielleicht gut, wenn wir jemanden hätten, der Krallen hat. Ja. Ich bin Katholik. Macht erstmal die Vorbereitung. Okay. Vielleicht damit es... Ja. Ich würde dann nämlich zu einer Ecke gehen, so die halt, ne, also wo der Eingang noch im Blickfeld wäre, und dann greife ich einmal in meinen Rucksack und man hört so ein bisschen rascheln. So ein, sieht man so eine kleine Plastikkelle, die ich so aus einer Seitentasche nehme, und dann liegt da so auf dem Boden so ein paar Leckerchen. Ja, werden sehr gerne angenommen. Beginnen wir mal mit der Kiste. Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht genau, wie viel ich da und was ich da überhaupt mitbekomme. Ich habe das noch nie versucht. Krempelt sich die Ärmel hoch. Was hast du denn überhaupt vor? Ich habe in letzter Zeit sehr viel geübt, was meine Sinne betrifft und meine Sinneswahrnehmung und das Ausweiten meiner Sinne. Okay. Ich habe gehört, dass es einen, dass einige, die Gabe des Sehens beherrschen, in der Lage sind, wenn sie einen Gegenstand berühren, sich ansehen, Impressionen davon bekommen, mit welchen Gedanken der geschaffen wurde und manchmal sogar wann. Weil man dann quasi so die Spiegelung des Raumes in dem Objekt wahrnehmen kann. Warte mal, du würdest mir zu Deutsch sagen, wenn ich, zu Englisch sagen, wenn ich dir jetzt die Unterlagen meines Erschaffers in die Hand drücke, könntest du sehen, mit welcher Intention er das geschrieben hat? Möglicherweise. Fantastisch. Ich habe das noch nie probiert. Das wäre das erste Mal. Deswegen wollte ich mit etwas vermeintlich eher harmloserem anfangen. Dann lass es uns probieren. Ich bin gleich wieder da. Und Scarlett wuselt mal in ihre Privaträume und schnappt sich so eines dieser Unterlagen von Alexander und läuft wieder zurück. Ist, denke ich mal, so ein Notizbuch gefüllt mit allerlei Texten, die teilweise verständlich sind, teilweise aber auch sehr unverständlich. Also Ronan, nochmal für mich. Du kannst einen Gegenstand berühren und siehst, was dieser Gegenstand erlebt hat oder wie er gemacht wurde? Ich weiß nicht genau, ob ich es kann. Also könntest du, wenn du einen Türgriff anfasst, könntest du sehen, wer durch diese Tür gegangen ist? Es ist eher so, wenn ich, also der Gedanke, den ich hatte, war, wenn ich in der Asservatenkammer bei der Polizei bin und eine alte Pistole oder so etwas in die Hand nehme, ist der Gedanke, dass ich sehen könnte, mit welcher Intention die Pistole abgefeuert worden ist. Beziehungsweise mit welcher Emotion der Gegenstand aufgeladen ist. Angst, Hass. Das ist aber alles sehr schwammig und ich habe das noch nie versucht. Ich denke, das ist das, was Veronica beim letzten Mal mit dem Messer gemacht hat. Und die Eindrücke haben sie überfordert. Und sie ist da mit Sicherheit weit geübter drin als ich. Aber irgendwo muss man wohl anfangen. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem hier an. Und klatsch. Ich stelle mich so kurz hinter Ronan und massiere so den Nacken vor. So. Ja, ich würde auch gerade fragen, Tupfer, Schwämmchen, Skalpell? Skalpell? Legt dann so beide Hände auf das Büchlein und schließt die Augen und dann mache ich jetzt erstmal Rouse-Check. Das geht ihm nämlich immer erstmal voraus.
Oh, es läuft heute. Ach, daneben. Ich werde hungriger, wenn ich es richtig sehe. Mhm. So. Koali, die Schwierigkeit kannst du bestimmen letztendlich. Ui. Ein Erfolg. So. Also zieht die Stirn kraus, strengt sich richtig an. Also ich kann jetzt eine quasi Emotion rausfiltern, die Alexander dabei hatte. Wenn ich das hier so... Ich würde sagen, das ist... Moment... Weapon used few days ago, difficulty 3 schon. Also das Buch ist wesentlich älter als ein paar Tage. Also ja, wir sind das jetzt nur das. Ja. Also da wird nicht viel rumkommen. Ja. Sei denn, du willst Willpower ausgeben. Ich glaube, beim ersten Versuch noch nicht. Das ist halt dieses Testen. Das sind Fetzen. Ganz wirre Eindrücke, wie wenn man ein Fotos wild durcheinander mischt. Ich kriege keine klare Verbindung dazu ran. Vielleicht sowas wie Wissensdurst oder sowas? Oder Genugtuung? Nur das... Er war... innerhalb von, naja, Wissensdurst, sich sehr verwunderlich, Genugtuung vielleicht... Wie wenn man vielleicht eine Formel gelöst hat oder so etwas. Ja gut, das passt zu ihm. Ist das anstrengend. Geht's dir gut? Sie hat auf jeden Fall aufgehört, dieses Blush of Life zu haben. Das heißt, er sieht jetzt wieder tot aus. Die Augen glimmen so ein bisschen. Scheiße, ist das anstrengend. Scarlett zieht so vorsichtig das Notizbuch wieder weg. So. Gib mir mal die Kiste. Okay. Ich stelle mich dann dabei auch mal neben Ronan. So. Drei. Wären 2 möglich für Willpower? Ja, ich gucke gerade. Willpower Reroll. Moment. Wenn er jetzt theoretisch weiß, wie es geht, sozusagen. Oh. Dann wären es 5. Scheiße! Ja, Ronan, wie sieht das generell aus?
wenn die Kraft wirkt, oder sieht man äußerlich keine Veränderung bei Ronan? Äußerlich denke ich, ist es halt nur, wenn es sehr anstrengend ist, dass dann halt irgendwann, dass sich das Gesicht verzieht und die Emotionen sich dann auf dem Gesicht spiegeln können, würde ich sagen. Also die er dann wahrnimmt. Okay. Jetzt eine Interpretation einfach. Ja. Also was man von außen sieht, ist erstmal, dass Ronan irgendwie so einen angestrengten Gesichtsausdruck hat. Und dann irgendwann fängt er an, irgendwie, der hat den Würfel so in der Hand, ne? Oder so, oder wie? Oder in beiden Händen. Und fängt dann den irgendwie ganz genau zu beobachten, und irgendwie irgendwann nimmt das so Ausmaße an, dass man so sieht, so wie so die Äderchen so lang so hier an der Stirn irgendwie nach außen stoßen, und irgendwie auch hier so an der Halsschlagader, dass die nach außen pocht. Man sieht irgendwie, wie das Blut in ihm irgendwie durch die Adern schießt. Fängt leicht an zu zittern und wird immer angestrengt und steht halt unter starkem Druck. Ja. Machen wir mal Lesson Nummer 1. Wie würde es aussehen, wenn jemand von einem Dämon Besitzer greift? Das habe ich noch nie erlebt, aber das wäre mal sehr interessant zu wissen, wie das aussieht, ja? Du weißt es nicht, das ist sehr schade. Ich beobachte ihn nochmal, während so die Adern hervorquellen, seine Augen sehr angespannt sind. Ja. Ich mach nochmal den Auscheck, habe ich beim zweiten Mal vergessen. Ja, mach das. Uff. Nochmal Hunger, ja. Na, passt sehr gut, ja. Die Augen glimmen wieder richtig grün auf, die Fangzähne kommen raus. Ja, vor Ronans Augen zeigt sich irgendwie so eine Art nebliges Umfeld. Deine Sinne, wie, so nimmst du irgendwann den Würfel, also nimmst den Würfel, der vor dir war, du guckst ihn ja die ganze Zeit an. Zuerst verschwimmt halt die Umgebung hinter dem Würfel, also die Bibliothek mit Bruce und Scarlett drin und so, verschwimmt. Zuerst wird es so ein bisschen, als hätte jemand so einen merkwürdigen Filter über sie drüber gelegt. Die Umrisse verzerren sich und später lösen sie sich ganz auf und auch die Umgebung in ein so ein rauchiges, dunstiges, nebliges Etwas. Und dann wird es hell, sehr, sehr hell. So schon fast so, irgendwie draußen können Scarlet und Bruce dann irgendwie sehen, dass Ronan anfängt zu blinzeln ganz stark, weil halt die von dieser Helligkeit so geblendet wird. Und dann zieht sich diese Helligkeit irgendwie zusammen und zu Formen. Immer noch in diesem nebligen Umgebungsding drinstehend. Also kannst nicht genau ausmachen, wo oben, wo unten, wo rechts und wo links ist, ob es überhaupt ein dreidimensionaler Raum ist oder ob es groß oder klein ist. Ob du groß oder klein bist, ob der Würfel groß oder klein ist, alles verschwimmt. Und irgendwann hast du das Gefühl, du bist der Würfel. Und bist in denen, genau wie du den jetzt hältst, in der Hand von jemand anderem, der dich als gleißende Lichtgestalt ansieht. Kannst du irgendwie einen Gesichtsausdruck erkennen, der Genugtuung oder sowas? Oder Erleichterung zeigt. Und dann siehst du noch ganz kurz hinter ihm die Umrisse eines großen, ja, einer Tür oder so etwas, mit einem großen Rad dran. So ähnlich sieht das aus wie diese großen Türen eines Tresors in einer Bank. Oder einem Bunker. Schwere mechanische Tür. Und dann verschwimmt das Bild. Und als du die Augen wieder öffnest, ist so erstmal nur diese Flecken, die man hat, wenn man zu lange in die Sonne geguckt hat. Oh, Scheiß! Oh! 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 Oh.
Was ist los? Es sieht zumindest wieder normal aus. Es hat geklappt. Glaub ich. Scheiße. Oh Gott. Wenn jetzt einer reinkommt, ist das echt ein bisschen zweideutig. Ich soll blinzeln. Das sowieso, du musst ja die ganze Zeit sowieso blinzeln, weil du kaum noch... Oh, scheiße. Oh. Deine Augen müssen sich jetzt langsam durch das, an das Licht hier irgendwie... Also du da, wo du gerade warst, war es so irgendwie um 1.000, 20.000% heller als hier. Habt ihr schon mal voll in der Taschenlampe reingeblickt? So mit 2.000 Lumen? Spontan gerade nicht, nein. Oh, scheiße. Ja, was... Ich kann es schlecht beschreiben, aber es war irgendwie... Wie ein Nebel, Rauch, kein oben, kein unten, kein links, kein rechts, keine Schwerkraft, nur ein Dahintreiben. Ich glaube, ich habe alles durch die Perspektive des Würfels gesehen. Eine Gestalt aus purem Licht. Genugtuung oder Erleichterung in den Zügen und eine Tür im Hintergrund, wie so eine Tresortür oder wie in einem Atomkraftwerk, eine schwere Tür mit einem Rad zum vollständigen Verschließen und auch vielleicht die Luft raus ab. Oh Gott. Das wäre ein bisschen übertrieben für ein Gildehaus, oder? Auf der anderen Seite, was ist bei Tremere schon übertrieben? Die Lichtgestalt, ich weiß nicht. Ein Würfel ist ja ein. Es ist ein unbelebter Gegenstand, der kann sowas eigentlich nicht wahrnehmen, aber wenn ich bedenke, was mit deinen Tentakeln passiert ist, irgendjemand mit der, ehrlich gesagt, habe ich dafür nur eine Erklärung. Die Kiste wurde von jemandem geschaffen, der wahren Glauben hat. Du meinst, eine göttliche Kraft hat diesen Würfel versiegelt. Warum braucht das Ding dann Blut, um geöffnet zu werden? Das passt nicht zusammen. Vielleicht ist der Würfel im Laufe der Jahre korrumpiert. Und warum sollte man mit heiliger Kraft ein Messer in einen Würfel einsperren? Dieses Messer hatte bis jetzt nichts Dämonisches an sich. Vielleicht wollte man, naja, im Mittelalter dachte man auch, dass Richtschwerter verflucht seien. Deswegen wurden sie teilweise weggeschlossen. Vielleicht hat das Messer jemandem gehört, der sehr viel Schlimmes getan hat. Wenn jemand heute die Tatwaffe von Jack the Ripper nachweisen könnte, aber glaube ich schon, Menschen würden ihn mit Sicherheit auch eher wegschließen oder zu zerstören trachten. Gut, Aberglaube und Paranoia ist durchaus ein Zug von Kainiten. Aber es funktioniert. Aber es ist... Häufig kann ich das nicht. Ja, du sahst doch zwischenzeitlich etwas gruselig aus, wenn ich das so sagen darf. Ich habe tierischen Hunger. Gott sei Dank ist momentan niemand hier in der Bibliothek. So stimmt noch nicht, aber kurz davor. Ich fühle mich jetzt, hätte ich seit Tagen nichts gegessen. Es laugt einen physisch und psychisch aus, diese Kraft. Ich weiß, was du meinst. Auch der Einsatz meiner Schattenkräfte ist teilweise nicht besonders angenehm. Allerdings verbraucht es kein Blut.
Es zerrt eher an der Seele. Aber das würde zu weit führen. Diese Kraft ruft das Tier direkt wach. Wir sind ja selber Wesen, die im weitesten Sinne übersinnlich sind und nicht existieren sollten. Letzterem bin ich mir nicht sicher, aber ja. Und darauf, wir stehen außerhalb der Natur. Und darauf beruft sich diese Kraft, denke ich. Deswegen ist das so anstrengend. Oder vielleicht denke ich auch noch zu menschlich und mein Verstand weigert sich einfach ein bisschen anzuerkennen, dass er gerade etwas tut, was definitiv übermenschlich ist. Naja, menschlich bist du definitiv. Du hast vorhin ein Kreuz in Weihwasser getunkt. Wenn wir noch etwas Zeit haben, vielleicht nicht mehr heute, aber morgen, würde ich mir vermutlich das Messer ansehen. Okay. Ich brauche aber vorher etwas Erholung. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte man ihn wie in einem Flipperautomaten benutzt. Klingt ungünstig. Schade, dass ich nicht mehr bei der Polizei bin. Das wäre die perfekte Tatortaufklärung. Definitiv. Hat einer von euch die Handynummer von Samantha? Hat Samantha überhaupt ein Handy? Ich glaube nicht mehr, ne? Ich dachte, ihr... Ich habe aber ein Telefon im Club. Vielleicht war sie ja erfolgreicher mit Ellen. Vielleicht konnte sie was rausfinden. Ruf sie doch mal an. Guter Witz. Bruce, ruf du sie doch mal an im Club. Wie gesagt, ich kann nicht mal meinen Videorekorder programmieren, also überfordert die Technik nicht. Dann würde ich deine Hand hinhalten. Also, ne? Welche Nummer? Bla, 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 bla. Du kennst die Nummer deiner Chefin doch. Ich habe kein Handy mehr. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich Nummern so schnell merkt. Ja, ich rufe dann da an. Dann nehmen wir wahrscheinlich das Telefon, was in der Bibliothek steht, oder? Ja. 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 Hi, wir sind's. Ah, hi Bruce. Ja, wir sind gerade durch. Wir haben das Ding bekommen. Die Box samt Inhalt. Oho. Konntest du irgendwas rausfinden bei Ellen? Nein. Oh, ich habe echt gedacht, Ellen hätte irgendwie mehr auf dem Kasten, aber sie scheint leider doch irgendwie so ein bisschen die typisch hohle Torinus zu sein. Das ist ungünstig. Was? Ach, ich weiß nicht. Lass sie das nicht hören. Ist nicht so, als ob man sich das nicht hätte denken können. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Schau mal in die Runde. Wir müssen ja uns immer noch überlegen, oder besser, Scarlett muss sich überlegen, wann diese Transaktion sein soll, wenn sie das Wissen kriegt. Und dann müssen wir noch überlegen, was wir mit dem Messer machen. Oh. Scarlett, hast du Blutkonserven im Kühlschrank? Nein, um Gottes Willen. Warum sollte ich sowas im Kühlschrank haben? Warum hat die einer Blutkonserven irgendwo? Warum sollten sie mal Blutkonserven im Kühlschrank haben? Oh. Weil die lecker sind. Hört sich an, als wäre jemand bei euch hungrig. Ja, mal wieder. Dezent. Kann ich mir nicht verdenken, geht mir auch so. Soll ich eine Pizza bestellen? Natürlich der Lieferant, nicht die Pizza selber. Ich würde auch die Pizza nehmen. Ja, dann machen wir ja mehrere glücklich. Ich komme einfach am besten in die Bib und kümmere mich unterwegs drum, meinen Hunger in den Griff zu bekommen. Alles klar, bis gleich. Bis gleich.
legt auf. Es dauert irgendwie 5 Minuten oder so. Dann könnt ihr noch irgendwas besprechen, wenn ihr wollt. Wenn die anderen beiden sich, also mich jetzt nicht ansprechen, dann würde ich einmal rüber nochmal gehen in den, also ich gehe mal nach vorne, das Telefon war irgendwo an der Rezeption, irgendwo an so einem Tresen. Dann gehe ich nochmal nach hinten und guck mal, was Boogie macht. Ja, der kommt dir schon entgegen. Macht so ganz aufgeregt. Wow. Was denn? Was ist los? Hey, schwer. Füttert mich nicht, aber krault ganz toll. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil nicht verstanden von dem, was Buri gesagt hat. Entschuldigung. Akustisch meine ich. Eiswehr, der ihn nicht füttert, aber krault. Okay. Von zu Hause. Kurz mit. Von zu Hause? Komm mal eben mit. Ja, wir gehen so mit. Scarlett? Ja? Bui meinte gerade, hier ist jemand, der ihn nicht krault, der ihn krault, aber nicht füttert. Ist hier noch wer in der Bibliothek? Eigentlich nicht. Ich habe mir die quasi freigeräumt wegen Prenava. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Vielleicht solltest du dann mal mit ihm mitgehen. Okay, ich gehe mit einer Katze mit. Boogie? Also das macht mir jetzt Angst. Boogie, zeig, wo ist diese Person? Boogie läuft vor. Scarlett hinterher. Und Scarlett guckt auch mal so, ob auch alles heile ist oder ob die Katze zwischenzeitlich irgendwelche Bücher angefressen hat, irgendwo in die Ecke gemacht hat. Hey, der ist gut erzogen. Vielleicht liegt da irgendwo eine tote Maus als Präsent. Ja gut, das ist okay. Ja, ich glaube, es wird schon irgendwo ein paar Kratzspuren geben, wenn er irgendwo hochgeklettert ist oder so. Ja, so also an dem Regal wahrscheinlich. Die Regale sind egal, die Bücher müssen heile sein. Ja, ja, ich gehe dann auch so leicht zeitversetzt mit, weil wenn da noch jemand ist, dann... Wenn Scarlett in die Eingangshalle eintritt hinter Boogie her, siehst du dann an der Rezeption eine Person hinter der Rezeption, die so gebückt so steht. Ist alles in Ordnung? Kann ich Ihnen helfen? Schreckt so hoch. Ja. Und siehst dann deine neue Kollegin, wie sie da steht. Ach Mensch, das ist ja... Ich hab mich schon gewundert, was machst du denn hier? Wo du bist? Ja, ich musste da hinten was erledigen. Du hast doch frei heute Abend, was machst du denn hier? Ich suche meinen Schlüssel. Dein Schlüssel? Ich könnte schwören, ich habe ihn hier hingelegt irgendwo und vergessen. Den Haustürschlüssel. Na, dann versuche ich dir mal schnell zu helfen. Ne? So ein freier Abend ist ja echt blöd, wenn du den hier auf Arbeit verbringen musst. Ne? Das, ja. Echt mal. Und ich wusel mal mit auf die andere Seite. Geht, kommt Bruce hinterher? Nee, ich würde auch um also so eine Ecke entfernt so stehen bleiben und dann so ein geflüstertes Okay, komm zurück. Also auch wirklich leise so Monzen. Komm zurück. Der ist ja wahrscheinlich mitgelaufen. Ah, guck mal, Scarlett, da ist die Katze wieder. Ist das deine? Oh, bist du süß. Boogie lässt sich streicheln so. Da steht. Nee. Du hast so ein Schnurren. Ich wünschte, es wäre meine, aber sie gehört zu einem Freund. Oh, hast du Besuch? Ja, quasi. Zwei nette Menschen. Magst du die mal kennenlernen? Die sind da hinten, weit weg vom Eingang. Da hinten. ja, klar. Tja. Ja, und ich suche ja mal weiter deinen Schlüssel. Ich stell dich erst mal vor. Ja, und die Gutste wird... Ja, die hebt so die Katze auf und kraut die so im Gehen und kommt dann so um die Ecke, wo Bruce steht. Ja, also, wenn ich das deutlich gehört habe, dann werde ich natürlich... Ja, sicher. ...verkrümeln. Muss ich verkrümeln, okay. Dann ja, ich würde dann nicht in der Eingangshalle so stehen, sondern in der anderen. Ja, das ist Bruce, der Eigentümer quasi der Katze.
Und ist Mordor auch irgendwo? Oh. Klar, ich wusste doch, dass die. Ich hab schon gedacht, so, die Katze kennst du irgendwo, ja. Ach. Stimmt, du hattest was erwähnt. Du arbeitest hier, ne? Ja. Komisch, dass man sich hier trifft. Flash of Life war ein Roast-Check wieder. Oh, hast du noch mal Hunger? Ah, Gott sei Dank nicht. Flash of Life. Wir so, lalala, Stimme, lalala. Gut, dass mich jemand vorwarnt. Ich würde auch mal einen Roast-Check machen. Ja. Okay. Bruce kriegt Hunger. Nee, ich hab nur einen Erfolg. Sieben Dice oder? Rolled ein, oder nicht? Ja, ah, das ist ein Erfolg. Ah, du hast den. Ich hab das Ding noch enabled. Ja. Also so, Ron hört die Stimmen, streicht sich über das Gesicht, zieht sich eine Kippe raus, fällt ihm wieder ein in die Bibliothek, legt die Kippe wieder weg. Also ihr seid befreundet? Ja, wir kennen uns ein bisschen, ne? Erst vor. So klein ist die Welt. Kennengelernt. Naja, die Stadt ist jetzt auch nicht so groß. Und sie sind, Ronan. Und ich deute so auf Ronan. Ey. Du spielst so mit der Kippe in der Hand rum. Das ist ungesund. Ja, ich weiß. Und die hat auch striktes Rauchverbot. Ja, ich weiß. Ja, Mensch, also ihr macht euch bekannt miteinander und ich suche mal deinen Schlüssel. Woher kennt ihr euch denn, Bruce? Ich will ehrlich sein, ich weiß gar nicht genau, ob das irgendeinen bestimmten Grund ist, aber wir sind uns einfach mal irgendwann über den Weg gelaufen, recht spontan kennengelernt. Ich glaube, es war einmal, als Skull am Rand geparkt hat und ich habe ihre Musik gehört. Ah ja, sie hat einen speziellen Musikgeschmack, das habe ich schon mitbekommen. Aha, ja. Ich weiß. Ich meine jetzt, das soll jetzt nicht fies klingen, aber ich habe die Musik nicht von, ich will sein, von 200 Personen erwartet. Ich sag mal so, das ist interessanter als 98% der anderen Leute hier. Und dann habe ich sie nochmal in der Bib getroffen. Eigentlich wollte ich mir nur ein Buch ausleihen. Dann dachte ich mir, das klang interessant. Man hört dich nicht. Du bist Scarlet ist ja auch nett, sag ich. Ja, absolut. Und tatsächlich kenne auch einige interessante Sachen. Ja, generell einfach ganz viele interessante Dinge. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele random Fun Facts von ihr bekommen. Oh ja. Ich glaube, das kommt auch von, wenn man in der Bib arbeitet, oder? Ich hätte dich gar nicht so eingeschätzt, dass du mit Büchern kannst und so. Hey, was soll das denn? Tut mir leid. Das nehme ich jetzt ein bisschen persönlich. Ach, bitte nicht. Nein. Dachte ich von ihm auch erst, aber... Arschgehör, ja. Blödfiedel. Ich blick dabei immer so ein bisschen auf Boogie, so. Nehme so lässt sich kraulen. Du Schlawiner, du. Achso, Entschuldigung, rechne ihn rüber. Nein, lass ruhig. Ich glaube, dem geht's gerade ganz gut. Ich hoffe, dass er nicht alleine mit dem Schlüssel war, wenn er noch auf dem Tresen oder so lag. Boogie hat die Angewohnheit halt Sachen. Du weißt schon, Katzen halt so. Ich habe festgestellt, dass irgendwie in der letzten Zeit bei mir im Garten so ein komischer Hund herumstrom hat. Kennst du der auch von dir? Ich habe ihn mal getroffen und ein bisschen gefüttert. Also, naja, ist halt ein Straßenhund, aber irgendwie habe ich ein Faible für Straßenhunde. Ich war eines Nachts mal unterwegs spazieren und da ist so ein Pärchen ist extra an dem vorbeigelaufen, weil die den irgendwie gruselig fanden. Da habe ich mich neben ihn hingesetzt und ihn gefüttert und der war eigentlich ganz freundlich. Vielleicht hat er sich das gemerkt. Tierlieb. Gefällt mir. Klar. Und wie war das, Ronan? Woher kennst du Scarlet? Oder kennst du sie gar nicht und bist ein Freund von Bruce? Oder?
irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ich bin eine totale Bücherratte. Sympathisch. Manche würden sagen, ich bin übermäßig oldschool. Ja. Ja. Scarlett, vielleicht daran, dass ich ihre bin. Scarlett sucht vorne im vorderen Bereich nach dem Schlüssel, während Sam dann irgendwie ankommt und durch die Eingangstür kommt. Ja. Also bei dem Geräusch wahrscheinlich ist es so ein ruckartiges so Dung, ouch! Sam, du wirst nie erraten, was gerade Lustiges passiert ist. Lustig? Also pass mal auf, nehmen wir mal an, es gibt da eine Toreador. Und die hatte mal eine beste Freundin. Und die beste Freundin wäre jetzt hier, einen Raum weiter, und schäkert gerade mit Bruce und Ronan. Ist das nicht lustig? Hat Ronan zwischendurch was getrunken? Nein. Aber keine Sorge, ich suche schon den Schlüssel. Und ich tauche wieder ab unter die Rezeption und suche dieses Scheißteil. Sie hat nur ihren Schlüssel vergessen. Sobald sie den hat, verschwindet sie wieder. Hoffe ich. Ron hat übrigens geistesgegenwärtig seine Jacke über den Würfel geworfen und den so ein bisschen so zusammengeknullert und bemüht sich die ganze Zeit steif und fest nicht auf ihren Hals zu glotzen, was echt schwierig gerade ist. Deswegen glotzt die ihr unverhohlen auf die Brüste, was irgendwie ein bisschen besser ist. Ich würde so an die Theke irgendwie so drüber. Du hast Sandra wirklich... Die ist da gerade allein mit einem hungrigen Vampir? Ja, da ist aber noch Bruce dabei und eine Katze. Ich glaube schon, dass Bruce in der Lage ist, unseren Tremere aufzuhalten. Mit dem kleinen Finger. Im Übrigen, finde ich den Schlüssel irgendwie? Liegt der da wirklich, oder? Ja, findest du ihn irgendwie nach einer Zeit, ja. Ah, hier, das sieht doch aus wie... Dann... So, dann du duckst dich hier hinterm Tresen? Ich gehe da hinter dieses Regal. Okay. Und so. Beeil dich. Ja, ist ja gut. Sicher, dass du nicht Hallo sagen willst? Ganz sicher. Okay. Und dann so batsch, batsch, batsch rüber und... Sandra, ich hab ihn! Ganz besonders mag er es übrigens, wenn man ihn da am Bauch krault. Oh. Also hier ist dein Schlüssel. Der kleine Schlawiner ist da irgendwo zwischengerutscht. Sandra ist wieder... Ich dachte es mir doch. Ja Mensch, dann würde ich vorschlagen, du hast ja deinen freien Abend, mach noch was Cooles. Mhm. Ja, begleitest du mich noch nach vorne? Tschüss, ja, ja, natürlich, Bruce. Tschüss, natürlich. Ronan. Kriege ich vorher noch meine Katze wieder? Ungern. Das könnte schwierig werden jetzt. Okay. Bis zur Eingangstür. Bye. Mal auch mit. Kraule ihn dann so ab und zu meinem Kopf. Bruce, entschuldigst du mich kurz? Ich muss mal ganz kurz mit Scarlett reden. Ja, dann reich mal rüber. Reich dir die Katze. Du kleiner Schlawiner, du. Da steht dann irgendwann in der Eingangshalle mit Scarlett alleine. Also, weiß ja nichts von Sam, die hinter dem Regal steht. Mhm. Also, Bruce ist ein Freund von dir, ne? Richtig. Dieser Ronan? Auch, ja. Der hatte, glaube ich, Interesse an mir. Wie? Ah, der glotzt allen Frauen auf die Brüste. Das hat nichts zu sagen. Also da gibt's auch eine Menge. Also das... Nee, also wir haben noch eine Freundin, die ist wohl mit ihm zusammen. Dann ist da noch eine andere, die ist wohl so ein bisschen... Auf jeden Fall, die haben rumgeknutscht. Und dann gibt's da noch seine Vorgesetzte. Da ist auch irgendwas am Laufen. Also... Das ist ein ganz heißes Pflaster.
nicht zu empfehlen. Okay, ich höre schon, ja, ich, okay, ich, ja. Ich kenne ja halt nicht so viele Leute, deswegen frage ich. Nee, klar, aber, na. Aber nee, das tatsächlich ist. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen, ja. Dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Kraul die Katze von mir. Werde ich tun. Und während sie dann so rausgeht, sieht Scarlett so ein bisschen geknickt aus. Das ist ja. Sie hat ja wirklich gerade niemanden. Das ist gerade voll fies. Oh Mann. Ja. Sam, bist du sicher, dass du ihr nichts sagen willst? Brauch nicht so in Richtung des Bücherregals. Bin mir sehr sicher. Sie ist ganz allein. Sie ist noch nicht so lange in der Stadt. Erst ein paar Tage. Sie wird schon noch Anschluss finden. Sie macht die Nachtschichten mit in der Bibliothek. Was glaubst du, wie viele soziale Kontakte sie abgreift? Sie schläft tagsüber, so wie wir. Kann man sie nicht von der Nachtschichten... Warum macht sie nicht die Tagschichten? Naja, seit ich mit euch rumhänge, muss irgendeiner die Schichten übernehmen, die ich sonst vorher gemacht habe. Ist doch Mist. Ich glaube, sie braucht wirklich jemanden. Und mal ganz blöd gesagt, im schlimmsten Fall könnte sie sich an einen Kerl wie John ranmachen. Eine, ich meine, die Stadt ist nicht groß. Eine Gestalt schält sich hinter Sam zwischen den Regalen vor. Was weiß das denn? Oh, hi. Namen. Ich würde sehr weit von ihm weg. Na, es ging gerade um das Thema Alleinsein und so. Ich hab's gehört. Ja, ein bisschen awkward gerade die Situation, aber schön, dass du da bist. Nickt. Wie lange stehst du da jetzt schon? Hebt so langsam die Hand, da ist so eine Kinderarmbanduhr mit so einem quietschig grünen... 10 Stunden. Ja, nee, okay, das ist zu viel. 5 Stunden. Du bist in einer Bibliothek. Du kannst doch ein Buch lesen. Du musst doch hier nicht stehen. Ich stehe gerne. Wie viel hast du mitbekommen? Du Schlingel! Also gut, den Gesichtsausdruck kann man hinter der Maske nicht sehen, aber ja. Das heißt, du weißt Bescheid. Über was? Über gewisse Dinge. Ja. Oh. Das ist gut. Vielleicht. Unter gewissen Umständen. Bruce, kennst du dieses Gefühl, vom Regen in die Traufe zu geraten? Du meinst, das ist ja seit einem halben Jahr? Okay, gibt es irgendwie die Möglichkeit, jemand anderen für die Nachtschicht hier zu bekommen? Henry, hey. Oh, Phantom der Oper. Phantom der Bibliothek. Katzenmann. Wir verstehen uns. Aber nimm ihr das nicht auch noch weg. Sie ist gerade hierher gezogen und hat einen Job bekommen in dem Bereich, in dem sie gut ist. Wenn ich ihr das jetzt wegnehme, dann hat sie nichts mehr, keine Freunde, keinen Job in einer Stadt, wo sie komplett fremd ist. Eine Stadt, die sie jederzeit wieder verlassen kann. Mir ist schon mal was in Gang.
Aber diese Bibliothek ist eindeutig zu Kainiten verseucht. Ja. Alte Bücher ziehen alte Leute an. Soll ich die Nachtschicht machen? Du bist nicht so ganz unauffällig, das weißt du schon. Lass den Kopf sinken. Aber theoretisch könnte er es vielleicht sein. Ja, ich meine, man kann ja durchaus das ein bisschen abändern. Ich stehe hier eh. Wer war das jetzt eigentlich genau? Wer war das jetzt eigentlich genau, was dieses Drama verursacht hat, von dem ich was nicht mitbekommen habe? Willst du das wissen? Ich. Das war Sandra. Eine der Personen, denen du eine Nachricht von mir hast zukommen lassen sollen. Huch! Und ist sie wohl doch durchgegangen. Oder ist es ein gewaltiger Zufall? Es war jedenfalls nicht Sinn der Sache, dass sie herkommt. Aber ja. Hey! Was funktioniert schon so, wie man es sich wünscht. Roland verfällt sich mal so über den inzwischen Winter so ausgefahrenen Eckzahn. Aha. Ich bin echt froh, dass du jemand bist, der Hemmung hat, von Menschen direkt zu trinken. Lieber würde ich hungern, aber irgendwann ist das halt scheiße. Und du stehst immer hier rum? Ich mag die Ecke da hinten. Meine Ecke. Nehmen wir es jetzt nicht persönlich, aber hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Nein. Okay, ich dachte, ich frage ja nun mal. Gruselige Stehlampe. Ja, so. John schaut Football. Ich mag keinen Football. Kann ich verstehen, Football ist doof. Warum? Entschuldigung. Ich kann ja kein Football mögen. Zu viel Werbung. Ich bin mehr für andere Ballsportarten. Das hat man vorhin gemerkt. Warum heißt es Football, wenn man kaum mit dem Fuß den Ball berührt? Ja, da ist Fußball in Europa irgendwie ehrlicher. Was das angeht. Nickt. Ja. Ich wollte hier nicht die ganze Zeit auf den Hals starren, Entschuldigung. Wie hast du mit dem Gesicht gemacht? Da ist alles voller Blut, Adam. Was denn nicht? Männer. Also immerhin wissen wir jetzt, dass wir uns hier vielleicht zukünftig genauer umschauen sollten, bevor wir uns unterhalten. Naja, oder du holst sie einfach zu dir, gibst deiner besten Freundin wieder Lebensqualität, soziale Kontakte und ihre beste Freundin zurück und alles ist gut. Also als Sheriff muss ich sagen, dass es eine echt beschissene Idee ist. Wieso? Jeder hier hat Gule. Warum nicht auch die Harpie? Ich nicht. Als Ronin würde ich dagegen sagen, ich hätte gern ein, zwei meiner alten Leute hier. Ich würde jetzt auch vorschlagen, sie könnte auch Ronins Ghoul werden, aber ich glaube, dann wirfst du mir was an den Kopf, oder? Ich Ghoul? Hä? Das ist so wie, nein, das Thema streichen wir mit dem Ghoulen, das ist schwierig bei mir. Aber dann ist sie doch abhängig. Dann kann sie doch nie wieder von mir gehen und andere Freunde finden. Du, ich war mal drogensüchtig, das ist nicht geil. Leute, die Kainiten machen das seit Jahrtausenden so. Ich meine, ganz im Ernst, unter uns, Samantha, du hast erst zwei Jugendliche um die Ecke gebracht, die nicht für ihren Zustand könnten, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber jetzt eine Freundin zu dir zu nehmen, ist zu viel? Ja, weil es eine Freundin ist. Jeder legt sich seinen Kodex selbst zurecht. Das ist richtig, aber guck doch mal, wenn wir ihr jetzt den Job noch wegnehmen,
Ein Umzug ist nichts, was du einfach so machst. Das ist ein kompletter neuer Lebensabschnitt. Du ruinierst ihr Leben damit. Danke, Scarlett. Das habe ich heute Abend echt noch gebraucht. Ach, ich bin nur ehrlich. Willst du dein ganzes Leben umkrempeln, um dieser Frau jetzt in dieser Mini-Stadt, die du nicht verlassen kannst, aus dem Weg zu gehen? Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Du willst quasi, dass der Berg zum Propheten geht. Aber es ist doch einfacher, wenn der Prophet zum Berg geht, oder nicht? Müssen wir vielleicht aber auch jetzt nicht gerade unbedingt erörtern. Richtig. Ich habe doch das Gefühl, irgendwie liegen gerade die Nerven ein bisschen blank. Und ich habe immer noch Hunger. Und Dicke packt so hinter der Dicke, sieht so unter den Mantel. Man hört so ein kurzes Fiepen und dann holt er so an der Holzkreuze so zwei Ratten und hält die so hin. Wow, das ist echt nett. Sag ich doch, der Dicke ist nett. Wie ein Tetrapack. Na, eher wie eine Capri-Sonne. Capri-Sonne. Hast du die ganze Zeit da gehabt? Bist du auch eine? Nein. Du hast doch mehr. Und ich dir mal erzähle, was ich alles trinken kann, Bruce. Und das will ich überhaupt nicht wissen. Sag mal, findest du es gut, Ratten in eine Bibliothek zu bringen? Die waren eh schon hier. In der Not frisst der Teufel fliegen. Scarlett, holt mal den Mülleimer, dass du die entleerte Ratte da reinschmeißen kannst. Das ist ja so dieses Blut. Wie so ein Apfelgriebsch. Das schmeckt widerwärtig. Ja. Ja. Ja, fantastisch. Das schmeckt meine Tetrapacks aus dem Kühlschrank besser. Aber danke. Bitte. Wie geht's euch denn so? Scarlett, hilf Sam mit der Tagschicht und so. Ich mach das dann abends. Okay. Hab was gut zu machen bei Sam. Okay. Blöde Frage. Kriegst du das hin, dass wir dein Äußeres ein bisschen angleichen? Weißt du, nichts für ungut, aber so ein großer Kerl, der hinter der Rezeption steht mit einer Maske, ist jetzt vielleicht nicht so vertrauenswürdig für Menschen, die des Nachts in eine Bibliothek gehen. Ich hab eine Kapuze. Fantastisch. Das macht das Ganze um 180 Grad besser. Also bin ich nicht geeignet. Per se schon. Es muss ja theoretisch nur einer dastehen. Nur mit deinem Äußeren müssten wir was machen. Sonst... Hat jemand eine Idee? Er hält einfach so ein Gesicht unter der Kapuze ständig im Schatten. Das tut nichts gegen das Problem, dass dadurch Menschen nicht gerne in diese Bibliothek gehen. So, man kann immer noch sagen, dass er das Opfer von einem Brandunfall ist. Oder gelegentlich auch einfach nur ein Taschentuch dabei haben und kräftig reinhusten. Ich kann sehr unauffällig sein. Ach, das ist doch alles scheiße. Gott, würde ich jetzt gerne eine rauchen. Dann gehen wir doch vor die Tür. Danke. So steht auf. Dann kannst du eine rauchen und ich komme nicht in die Versuchung, irgendwelche Bücher zu zerstören. Na, Vorsicht. Ich werde es ja nicht tun. Ich habe auch eine Achtung vor Büchern. Ich da draußen auf. Noch irgendein Nosferatu rum. Nicht, dass du einen sehen könntest. Vielleicht brauchen wir alle ein bisschen frische Luft.
Ich nicht. Okay. Hat man nicht. Das sagt man auch so im übertragenen Sinne. Wir haben ja gerade eine ziemlich angespannte Situation und einfach, dass jeder einfach mal so seinen Abstand gewinnen kann. Das war metaphorisch gemeint. Nickt. Angespannt. Bisschen awkward. Ja, das trifft es ganz gut. Ich gehe mal zu Ronan. Ja, Scarlett hängt sich dann auch dran. Ja, vor der Bibliothek. Vier Vampire, eine Katze. Und weil alle so schön sprachlos sind, können wir, glaube ich, an dieser Stelle hier ausblenden. Ja. Ja. Und ja, in 2 Wochen geht es dann, wenn alles klappt, weiter. Und ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank an den Chat und vielen Dank auch an die beiden Raid-Leute, an die Leute, die hier rübergekommen sind und da geblieben sind. Und für das Koala-Kraulen und so. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wir werden in den nächsten paar Folgen irgendwann, wenn wir eine Elysiums-Folge haben, soweit haben wir das schon abgesprochen und es liegt ja auch auf der Hand, werden wahrscheinlich einen kleinen Zeitsprung machen. Und ich habe die letzten Tage verhandelt mit dem guten Pölle und der guten Feder. Und mit den beiden gibt es im Dezember noch eine extra Vampire Blood and Sands Folge, ohne die anderen, nur mit den beiden Randcharakteren. Also wenn euch das interessiert, dann haltet mal die Augen offen auf dem Nordpol, wo ihr sowieso hingucken solltet, wenn ihr schauen wollt, wo dann es das nächste Mal eine tolle Pen and Paper Runde gibt, denn da gibt es einen tollen Eventkalender, wo ziemlich viele Leute ganz ihre Geschichten und ihre Streams teilen. Ansonsten, ja, haltet einfach sonst die Augen offen, wann ich hier wieder online gehe. Genau, vielen, vielen Dank für den Stream. Bitte, bitte, mach gern geschehen. Ich hoffe, dass wir das noch eine Weile weitermachen können, trotz dieser neuen Twitch-Sachen und YouTube-Sachen. Copyright schlägt uns Content-Kreatoren ja gerade voll ins Gesicht. Aber ich hoffe, dass das für uns Rollenspieler noch nicht irgendwie so groß auf dem Schirm ist, solange wir hier nicht mit irgendwelchen Musikstücken, die ich eigentlich ganz gerne einspielen wollen würde, aber das mache ich ja schon seit Jahren nicht. Gut, genau. Kurzer Werbeblock noch für den, falls ihr nicht wisst, wo der Nordpol zu finden ist, da ist die Adresse. Und ihr könnt auch ganz gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, wann was es sonst noch so gibt von Koali. Oder wenn ihr uns unterstützen wollt, auch hier ein Link zu meiner Patreon-Seite. Da gibt es auch gerade für Vampire the Masquerade ganz viel extra Content. Wir haben fast 20 Folgen an Kurzgeschichten in PDF-Form über dieses ganze Sandbox-Ding hier. Also wenn euch das da interessiert, nochmal noch extra viel Story-Inhalt zu bekommen, dann werdet ihr da fündig werden. Heute ist kurz vor dem Stream eine weitere Geschichte für den nächsten Monat fertig geschrieben worden. Da könnt ihr euch ein bisschen auf Jelly Action wieder freuen. Genau. Und genau, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Nordpol habe ich gemacht? Nee. Meine Spielerinnen und Spieler sind natürlich auch ganz aktiv, auch wenn sie sonst, also die gehen jetzt nicht irgendwie, wenn, soweit wir hier ausmachen, in so eine Starre. Machen gar nichts, sondern der gute Rerion hat auch sonst ganz viel Geschichten am Start. Wann und wo und wie und was? Ja, es geht am Dienstag weiter auf meinem Twitch-Kanal mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express, wenn uns kein Fluch ereilt. Muss man immer voraussetzen. Ja, da wird weiter der Albtraum erforscht. Ja, da gruselt es uns jetzt schon. Also nicht
vor der Spiel. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, auch der Kakko hat einen eigenen Kanal, auf dem er Leute mit Pen and Paper und anderen Dingen bespaßt. Was steht da an? Ja, die nächste Rollenspielrunde, ich bin mir nicht sicher, ob die bei mir auf dem Kanal sein wird. Das haben wir noch nicht ganz geklärt. Auf jeden Fall bin ich das nächste Mal Pen and Paper technisch zu sehen. Am Samstag müsste es sein, am 21.11. Da spielen wir nämlich wieder Schattenjäger, die Verlorenen. Da ist der Rerion auch dabei. Mit dem guten Loridas und geleitet vom Retch, von dem zylindrigen 40k-Spieleleiter des Nerdpools. Und Rockstar, angehender Rockstar, habe ich auf Twitter gelesen. Rockstar, Brickfilm-Legende, die Titel sind grenzenlos. Genau, und ansonsten, ja, eventuell kommt diese Woche sogar mein erstes selber geschnittenes Video online auf dem Kanal. Das muss ich aber noch mal ein bisschen drüber gucken. Sowas Kleines, aber immerhin ein Anfang. Also haltet die Augen offen nach dem Kakko. Und Mondi, ich weiß aus erster Hand, dass auf deinem Twitch-Kanal zumindest ganz viel Zeug gerade wieder läuft. Ja. Oh, morgen geht's dann weiter mit Unterwegs in Düsterburg, einer RPG-Maker-Perle. Falls das irgendjemandem was sagt. Und ja, das nächste Mal im Pen-and-Paper-Bereich bin ich dann am 23. zu sehen beim Rerion mit der Dark Age-Runde. Wupp, wupp, den transsilvanischen Chroniken. Ja. Ja, sehr schön. Ja, guten Abend, Arachno-Hirn? Cooler Name. Welches denn? Arachno-Hirn. Du kommst gerade rechtzeitig zum Ende. Kriegst jetzt noch mit, dass du gerne der Feramin folgen darfst auf Twitter. Denn Feramin teilt ganz coole Sachen, zum Beispiel Bilder von zwei sich knutschenden Schildkröten. Was eigentlich ein Bild ist von selbstgemachten Stoffmasken. Aber das ist irgendwie Rorschach-Test, glaube ich. Ein heimlicher. Also wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, schaut mal bei der Feramin auf dem Twitter-Kanal vorbei, da findet man sowas. Genau. Ja, ansonsten geht es in 2 Wochen hier weiter. Ich gucke jetzt nochmal, das habe ich nämlich die ganze Zeit immer sonst vergessen, ob ich irgendjemanden jetzt auch raiden kann. Wenn ich heute, wenn wir heute schon 2-mal geraidet wurden, dann kann ich das doch vielleicht bei irgendwer anders auch. Ich habe hier nirgendwo einen, der irgendwie mit Pen and Paper was zu tun hat gerade. Ich habe hier 4 Magic the Gathering Leute und einen, der Spellforce 3 spielt. Dann könnt ihr Spellforce 3 gucken gleich, glaube ich. Also, wenn ihr denn wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch den Segen der Nacht. Für die Patreons gibt's gleich noch ein bisschen einen kleinen Afterstream. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao.